Peace. Ich melde mich kurz zu Wort. Ihr seht die Pick and Bounce M80. Startet auf Ancient, Inferno für Bestia und Anubis der Designer. Ja, wir legen direkt los. Ich habe jetzt so lange gechillt, entspannt gemacht. Wir gehen direkt rein. Also Daumen drücken für unsere Jungs hier, für Slacks, für Sinn, für Swisher, für Rack und Lake. Die haben ihr Rematch gegen dieses komische Pack da drüben. Wir werden die natürlich auch wie immer ein bisschen wegbeleidigen. Ihr wisst Bescheid. Auf Parodiebasis. Ihr kennt mich. Tomato ist am Start. Tomasin. Zock ist der Zonk. Keine Ahnung. Nasenbluten für Noctze. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Aufpassen. Die Pistole sieht erstmal nicht so gut aus wie M80. Wer es nicht mitbekommen hat. Der gute Sinn ist ein bisschen angeschlagen. Ist krank. Deswegen verzeiht ihm. Aber jetzt hier nochmal schnell einen Planted daher gedrückt. Safe Haven, meine lieben Freunde. Damit kriegt man schon mal gutes Geld hier für M80. Und die Jungs können damit arbeiten. Also Full Focus jetzt hier aus Sicht. Aber die Pistole zu stark gerade für M80. Mal gucken, ob Lake noch was machen kann. 1 gegen 3. 3 dicke Shots. Wären schon krass, aber zockt hier mit der Double Beretta und die Tomate. Nehmen uns hops. Leider. Schade. Eigentlich wollte ich da ganz kurz reingehen, um mal kurz zu sprechen. Ich kann es ja mal ganz kurz hier reinziehen oder so. Dann könnt ihr das ja mal ganz kurz noch sehen. Habt ihr vielleicht aber auch schon mitbekommen, was jetzt Phase ist für morgen. Und zwar, das wisst ihr, das kommt morgen hier. Ja, die Pistole ist egal, haben die Gegner gewonnen. Imperial gegen Mongos, Heroic gegen Fnatic und Big gegen OG. Ja, direkt um 12 Uhr starten wir. Und das Team, was jetzt gewinnt, spielt gegen 3D Max. Ja, wisst ihr Bescheid. Ich wollte mir nochmal angucken, welche Maps wir gespielt haben. Tag 1 M80. Also gestern im Endeffekt. Wo wir 0-2 verloren haben. Ja, da wurde kein Inferno gespielt. Ne? Also Inferno wurde weggebannt von M80. Das hat man diesmal offen gelassen. Also ist eine andere Map dabei. Deswegen voll Daumen drücken. Ihr seht, der Force ist da von M80. Was ist denn jetzt los hier? Oh, oh. Ey, 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 Albi, was machst du? Technik macht Probleme jetzt. Ich mach Probleme, weil ich dumm bin. So, alles läuft. Ich habe mir gerade zwar noch einen gesunden Drink reingeballert, aber jetzt gleich der Counter-Drink am Start. Ich brauche für das Spiel einen kleinen Schluck. Einen kleinen Schluck, den gönne ich mir. Bisschen Marmelade, Grüße gehen raus. Aber nur, um anzustoßen auf uns Jungs, auf Sinn und Slacks. Alte Orga von Slacks. Der gute Etex hat der eine oder andere mitbekommen, hat gerade offiziell announced, dass er sich aus dem professionellen, aus dem bezahlten Counter-Strike sozusagen rausziehen. Die haben kein aktives Lineup da mehr ab Anfang nächsten Jahres. Bitter. Lukov hoffentlich jetzt hier nicht am Performen. Er macht den ersten gegen Swisher. Wir brauchen einen Refrax. Zeigt uns jetzt nicht die ganze Zeit diese komischen Jungs jetzt hier. Dankeschön. Beide hops genommen. Wo ist die Smoke? Haben wir noch eine. Stark. Eine Flash ist auch gut. Anti-Flash gestellt. Stacks fällt. Schade. Jetzt sind, komm. Überrenn ihn einfach. Ach, schade. Noxe mit dem 3K. Hau mal ab damit. Man hatte nichts mehr. Man hatte hier keine Smoke, um irgendwie mal was noch zu machen. Ich hoffe, die Jungs werden keinen Respekt haben vor den Leuten hier. Vor der Kaffeemaschine, vor dem Kaffee. Ich bin ja der Barista sozusagen, ne? Läuft. Egal, alles entspannt. 2 zu 0. Nochmal eine Tech-9 bei Rack. P250 bei Lake. Und dann geht's mit dem 3 zu 0 wahrscheinlich erst richtig los. Und dann brauchen wir euch. MA-Logo könnt ihr als Follower reinspammen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das tut. Voll Support für Sinn und Slacks. Die brauchen euch. Ich brauche euch. Wir brauchen sie. Ist eine Symbiose so. Hallo Gotti. Hallo Frank ist natürlich. Natürlich Best Mom. Auch Grüße an dich. Und wer auch immer noch vielleicht schon da ist und Bock hat. Hier auf die Action. Ja, MP9 hat man auch irgendwie reingeladen. Die Smoke ist natürlich gar nicht so schlecht. Nochmal den Plant jetzt durchzubekommen, ist ja heftig. Und jetzt nochmal ein 3 gegen 3. Jetzt hat man eine M4. Wenn man die Runde jetzt holt bei M80. Ganz ehrlich, was ist das denn bitte? Das wäre ja insaner insane. Da muss ich mir gleich einen Schluck gönnen. Also jedes Mal, wenn der M80 jetzt jede Runde holt, dann einen Schluck für Albi. Let's go, Boys. Let's go. Ich will auf jeden Fall am Ende nichts mehr merken hier in meinem Schädel. So auf Spaßbasis.
Oh, schön erstmal hier von Noxe und Tomate. Aber legt an der AK. Jetzt zwei fette Shots jetzt hier. Einmal gegen Tomate. Einmal so ein Bang gegen Tomate. Der diffust einfach durch. Schön gemacht. Auf Zeit. Die haben kein Diffuse-Kit. Wie geil ist das denn, Mann? Oh, Baby. M80 mit einem 2:1. Und das mit einer eine Pistole reicht für diesen Kaffeetypen. Leute, ich, Prost, Alter. Darauf müssen wir einen trinken. Ah, stark, Mann. Er denkt, das Leben noch zwei. Wer hat's gedacht? Ich hab's gedacht. Oder der Gegner? Hä? Richtig stark. Da brauche ich ein Doppel. Ja, die sind uns egal. Sollen die denken, dass noch fünf Leute leben? Prost. Hier kann man, da muss man einen Schluck gehen. Tut mir leid, ist so. Der war im Film. Bestia, was los? Gestern gibt ihr uns hier ein 13:1 auf Anubis. Das war sehr eklig. Muss ich zugeben, es hat wehgetan. Es hat sehr wehgetan. Aber nicht mehr. M80 hat sich gesund geschossen. Gegen Aurora. Heute. Wir haben die Drogen gehört. Zink und Vitamin C ohne Ende hier bei Sinn. Bam. Der ist on fire. Der steht wie ein Pfeil, Alter. Ich bin überzeugt davon. Der ballert alles raus. Also, wenn das... Wenn hier nachher noch so eine 20er-Bombe von Sinn kommt, ja? Wisst ihr Bescheid? Dann will ich hier keinen mehr hören, der irgendwie ein bisschen krank ist und nicht arbeiten gehen kann hier heute, ja? Der performt hier mit Gedankenspiel und bringt hier alles auf den Server. Heftig. Heftige Maschine, der Typ. Ach, komm, Alter. Die AWP holt sich Switcher. Okay, einmal. Ist okay. Einmal ist keinmal. Aber was für eine geile Runde gerade. Die habe ich schon extrem... Die muss eigentlich ein Highlight werden. Eigentlich ein Highlight hier, Manny. So, schöne Aktion. Guckt euch mal an. Der Kaffeesatz, ja? Ist schon am Rotieren, die Brasilianer. Ich bin uns eigentlich nicht so ein Typ so, aber wenn wir nachher wirklich Brasil schaffen, ich glaube, ich werde es callen. Habe ich noch nie gemacht im Cast, weil ich hasse das eigentlich voll. Ich finde es voll dumm. Aber vielleicht hier ganz passend. Einfach nur so ein bisschen Hass. Hass, Hass, Hass. Gegen den Gegner, Lukov. Der Name Lukov, wenn er sich im Spiel so nennt, kann, ist nicht mal Brasilianer. Was mit der 5-7 los? Tschüss, Ness. Der hat Adieu gesagt. Tomate noch im Pit. Der darf keine 2 ziehen. Bitte kein Dritte. Schöne Flash. Sauber von Rack. 2 gegen 2. Der Plant geht durch. 5 Sekunden noch. Oh mein Gott. Lukov pusht rein. Der Plant ist aber auf jeden Fall safe. Let's go, Boys. Wo sind die M80-Fans? Kommt schon. Big ist morgen erst dran. Also könnt ihr alles geben für Sinn und Slacks. Und Lake, Rack und Swisher natürlich. Schön versteckt erstmal. Er hat X-Ray ausgemacht. Gefällt mir auch jetzt hier gerade gut. Lukov sucht. Schießt daneben. Schön gemacht von Rack. Und es ist Noxe mit der AWP. Hau ab, Junge. Hau. Geh. Geh wieder. Geh safen. Stark. 2:2 Ausgleich, meine lieben Freunde. 2:2. Joa, geil. Geil, so fängt der Abend an. Und noch ein Schluck, ne? Und noch ein Schluck. Das Glas ist gleich leer. Und dann... Also, wenn ich hier nicht mehr caste irgendwann und lalle, wisst ihr Bescheid. Dann haben wir hier 30, keine Ahnung, wie viele Runden geholt bei M80. Ey, das ist voll das miese Trinkspiel. Aber mach ich gerne. Mach ich gerne. Alles für M80, Mann. Let's fetz, Mann. Let's fetz. Gefällt. Sitzen übrigens, bis auf Sinn, alle im Big Office dort in den Bootcamp-Räumen. Sinn zu Hause. Lieber in dem Bereich da, wo man sich gut erholen kann. So ist auch richtig. Man muss dorthin gehen, wo man sich wohlfühlt. Wo man sich am besten ausruhen kann. Das ist genau der richtige Call gewesen. Perfekt. Also, Hero AWP bei Noxe. Ansonsten sehen wir eine P52 bei Lukov und Tomazin. Tomazin AK, Tomate. Der war gestern auch immer eklig. Er hatte auch jetzt wieder Top-Frags hier, ne? Also, den darf man nicht unterschätzen. Der ist wirklich schon stark. Aber ich hoffe, wir sind einfach stärker. Schön Fokus. Wo ist die AWP hingerotiert? Die Nummer 8 rotiert gerade Richtung Ask. Okay. Im Endeffekt ist hier nur eine Pistole. Lukov und Ness. Aber man rotiert komplett Richtung A-Spot. Man gambelt rein. Finde ich okay vom Bestia. Respektiere ich. Aber das ist der sichere Punkt hoffentlich. Weil man jetzt hier auch den Execute bitte durchzieht. Jungs, zieht es durch. Ich will noch einen Schluck trinken. Langsam. Der Hals trocken. Wegen M80 werde ich noch zum Alkoholiker, Alter. Spaß.
Raum schon. Smoke jetzt. Hier, wo ist die Smoke? Für CT, hallo. Da ist die AWP auf einmal. Close. Boah, jetzt schön gemacht. Eieiei, keine Smoke mehr da? Enttäuscht mich jetzt nicht. Was macht ihr denn jetzt? M80, bitte. Rack Disconnect. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt haben wir noch einen Spieler verloren, weil Disconnect. Bitte nicht jetzt hier. Nicht sowas. Ach, komm schon. Bitte reinballern, Swisher. Swisher, mach alle kaputt. Bitte, das Ace für Swisher. 11 Schuss. Zieh dich zurück, nachladen. Oh mein Gott, schön gemacht jetzt hier. Oh mein Gott. Woo! Da haben wir nochmal Glück gehabt. Ja, die wollten es einfach nur spannend machen. Einfach mal ein bisschen mit Handicap spielen. Nur noch zu zweit, gar kein Problem. Weißt du, der war so nervös, kurz mal auf die Außenhof gegangen. Oder wir müssten gleich mal Zero FPS live im Stream anrufen. Was da gerade passiert mit dem Rechner? Was ist da gerade passiert mit dem Rechner? Wie kann man denn da disconnecten? Muss man die anrufen oder was? Marc, Alter. So geht's nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Einfach raus. Ist das belastend in so einer Situation. Aber alles cool. Aber man muss, ich muss wirklich. Das ist der Nachteil für die Jungs. Ich mag sie, aber die müssen auch Kritik abkönnen. Ja, stark von sind. Guck mal. Erstmal schön Wasser oder einen Tee. Schön Zitronentee. Guck mal. Oh, das. Habt ihr unten den weißen Balken gesehen? Alles voll mit Zink und Vitamin C, Junge. Bam. Komplett voll. Das ganze Glas. Also. Warum kam da zum fucking Hölle keine Smoke von M80? Warum? Ich hab's nicht verstanden. Ich hoffe, die werden uns jetzt gleich nicht nochmal so ein Ding bringen. Einmal so ein Schnitzer ist okay. Ja, genau. Peace and out. Komm, da guckt da die Kamera rein. Ja, moin. Ja, moin. Oder Mama kommt gerade ins Zimmer. Geil. Also, darauf muss ich noch einen Schluck trinken, ne? Horny, sei gegrüßt. Wie kommt das? Na, Thunderpick hat alle Teams, die sie hierher geholt haben, sozusagen wegen den Finals, wahrscheinlich verteilt in Europa so ein bisschen in Bootcamps. Und Big bietet halt ja bis zu wahrscheinlich 4 oder 3 Bootcamps-Räume an. Und vor Ort sind halt M80 im Bootcamp-Raum von Big. Auch, dann noch Bestia, also beide Teams sitzen bei Big gerade vor Ort. Big selber, aber nur mit Krimbo und Dings. Oh, Lake, Junge, du rettest das Arsch. Wollen wir nicht sagen, jetzt, du rettest einfach mal. Ganz netterweise, Slacks. Ja, Junge. Alter. Slacks, hast du ein Glück gehabt, ey. Der sollte langsam mal seine AWP auspacken. Wo bleibt die AWP bei Slacks? So mit Rifle fühle ich ihn gerade gar nicht. Und wer war noch da? Noch ein Team war da. Imperial. Wir waren auch im Big House. Und der Big Buff hat gepasst, ne? Imperial hat sich gerade durchgesetzt. Ja, okay. Hier kann nur einer von den beiden gewinnen. Und übrigens, einer ist nicht im Big House. Und zwar Sinn angeschlagen, hat Fieber gehabt oder hat Fieber auf jeden Fall noch, pumpt sich voll mit Zink und Vitamin C. Oh, zock. Gute Position. Bitte Refrag. Danke, Rack. Einmal kurz hops nehmen. Noxe. Alleine am A-Spot. Keine Frags für ihn, bitte. Ich mach die Augen zu. Ich kann nicht hingucken. Danke, Swisher. Schön. Ab in den Safe, Bestia. Ab mit euch. Es ist nicht mehr wie gestern. Gestern war ein Ausnahmetag. Ihr habt einfach, ihr dachtet wahrscheinlich jetzt, das wird ein einfaches Ding. Haut mal ab. Nie wieder wird sowas passieren gegen euch. Ein 13-1, Alter. Geht mal weg. Genau. Sendet die Grüße gerne rüber. Hier auch in den Chat schreiben, wenn ihr Sinn, gute Besserung wünschen wollt. Die Mom ist im Chat. Die liest mit. Die gibt es weiter bestimmt. Deswegen müsst ihr oft drüber nachdenken. Tapsen auch oft krank gewesen. Hat es aber nicht gepostet, weil er halt zum Beispiel keine Schwäche zeigen will. Und im Endeffekt, wenn man dann verloren hat, im Nachhinein möchte man auch nicht unbedingt dann das als Ausrede sehen und so ein Zeug. Wisst ihr, wie ich meine? Dass die Community denkt immer, ey, ist Ausrede, dies, das. Aber das ist halt, das sind halt so Themen so manchmal. Weil wir sind auch manchmal sehr eklig. Ah ja, genau, der ist krank. Ja, genau. Hat sich die Finger gebrochen. Natürlich. Hätten wir wahrscheinlich damals auf der in den Finals hier in Intellect Stream Masters nicht gesehen, alle oder war das Blast? Wie sich, Nico da den Finger kaputt blutig geschlagen hat, hätte auch keiner geglaubt. Kein Problem, Horny. Kein Problem. Deswegen, beide Teams, bis auf, wie gesagt, Sinn. So, Sinn war ja auch vor Ort. Man muss nur den richtigen Leuten folgen. Ich kann nur empfehlen, Seor, FPS und das O ist eine 0. Ist ja so ein Tweaker. Der ist ja gut dabei, kann man immer reinfolgen. Der arbeitet für Big. Und der gibt ab und zu mal so ein paar Insights so auf dem
Twitter-Kanal oder X-Kanal und dann haut der mal einen raus dort. Cooler Typ. Und der hat ja für alle die PCs eingerichtet vor Ort und alles. Also, die sind da alle top versorgt von den Rechnern her, wenn die Probleme haben. Ist halt auch mal ein Prototyp. Haha, guck mal, da kommt er. Ich stark die Maschine, Alter. Kommt der. Da ist er. Raufdrücken, auf Twitch folgen und bestimmt kann man da auch den Instagram-Link finden. Ohne Probleme. Grüß dich, mein Lieber. Alle im Big Camp. Ja, genau. Also, das Traurige ist, der Big Buff, der zählt auf jeden Fall. Ein Team, was im Big Bootcamp sitzt, gewinnt auf jeden Fall. Ich hoffe natürlich, es ist nicht Tomate. Es ist nicht Tomate. Hau ab, Mann. M80 muss es sein. Wir haben den König Sinn. Der sitzt zwar nicht vor Ort. Vielleicht ist es auch gut so, dass Sinn nicht vor Ort ist, ja. Vielleicht hat er auch so ein... Ist es auch vielleicht so ein Dämonen, die mit ihm kämpfen, weil er dann bei Big sitzt. Ne? Man weiß es nicht. Wer weiß es nicht. Deswegen lieber zu Hause sitzen, auch in der Wohlfühloase, sich behandeln lassen, pflegen lassen und dann hier performen. Elli, bester Mann. Auf jeden Fall. Sehr sympathischer junger Mann. Cooler Typ. Da hab auch ein bisschen mein Herz geblutet, als die ganzen Jungen rausgeschmissen wurden bei Big. Danach jetzt Posos. Boah, alles wehgetan. Egal. Jetzt hat er eine geile Heimat gefunden, ein geiles Team gefunden, muss man ihn ganz klar lassen. Boah, zum Glück ist es nur der Scout, Alter. Noxe hat keine AWP. Lukov kommt angelaufen. Aufpassen, Jungs. Umdrehen. Oh mein Gott, scheiße. Oi. Mach die Kamera da weg. Warum? Man sieht nichts. Noxe macht sogar noch einen Frag. MA, die kriegt die Runde nicht durch. Schade. Starke Runde hier von dem Kaffeesatz hier. Da muss ich erstmal Wasser trinken. Durfte keinen Schluck nehmen. Wenn die Gelder nicht durch Preisgeld reinkommt, müssen sie so. Big hat, glaube ich, sehr gute Sponsoren, sind gut aufgestellt. Ist, glaube ich, die einzige gesunde deutsche Orga noch, die es gibt. Wer es mitbekommen hat, nochmal für euch Info. Alter Etex hat sich gerade mit einem Statement vor knapp 3 Stunden aus dem Counter-Strike-Wettbewerb zurückgezogen. Die haben dann kein Line-Up mehr, was sie bezahlen. Leider. Oh, Lukov. Ah, Swisher. Ja, ist natürlich ein heikles Thema, Aris. Bin ich aber schon so ein Tick bei dir. Manchmal, ich kenne es ja selber, ich bin aber auch so. Also eigentlich einerseits, ich bin einerseits bei Attacks, ich fühle das, den Move fühle ich. Auch die Einstellung fühle ich, weil ich auf gewissen Punkten auch so bin. Aber ich merke dann leider im Nachhinein später, falscher Stolz bringt dich nicht weiter. Ja. Das Game läuft halt leider nicht so. Ich bin halt auch so zum Beispiel. Ich hätte damals einen Damage-Karten bewerben können. Okay, ich wurde nicht angenommen, aber trotzdem. Um vielleicht noch mehr Reichweite, noch bekannter zu werden. Ich habe alles alleine probiert. Dasselbe halt jetzt mit so Money halt, ne? Ist möglich. Könnte man genauso denken. Leider geht in den Kosmos nichts mehr ohne das Money. Weil einfach die gesamte Welt so läuft. Kann man genauso betrachten. Ist schwierig. Aber die Entscheidung zu 100% nachvollziehbar. Bei Attex. Egal. Auf zu M80. Die Runde läuft gerade gar nicht. Boah, Noxe, Junge, der ist einfach nur hässlich, Alter. Mann. So sieht's aus, Sibylle. Der Attex hat ein sehr gutes Team. Freeze, Hyped, Perks, Orzek. Und Arrow hat mir sehr gut gefallen, das Line-Up. Super bitter. Hallo, Wörschirm, sei gegrüßt. Wie gesagt, geht auf Twitter, guckt euch das an. Da gibt es ein 4-Minuten-Video, wenn ihr wollt, nebenbei. Da spricht Lennart in die Kamera und erklärt, warum, weshalb, wieso. Zeigt auch mal ein bisschen was auf. Wie gesagt, ist halt schwierig. M80, 4-4 steht es. Bestia kommt stark zurück. Macht wieder Pistols. Und wir hoffen einfach mal, dass wir jetzt mit den Pistols etwas raushauen. Ist auch nicht ganz fair, Aris, jetzt hier der Kommentar, muss ich ganz ehrlich sagen. Können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Also meine Gedanken dazu, wenn es du möchtest. Du hast recht, dass sie einen anderen Weg gehen, weil sie es wissen und müssen. Aber trotzdem ist die Grundlage trotzdem nochmal leider, sag ich jetzt mal, von Anfang an eine andere. Eine bessere Ausgangslage, würde ich fast meinen. Bei Big.
So, wir sehen jetzt hier Full Contact. 5 Leute gegen 2. Jetzt nochmal klatschen lassen mit den Pistols. Wäre sick. Lukov gut angehittet. Haben wir noch einen Smoke für die CT-Base. Rotation kommt rein. Haben wir noch was? Haben wir irgendwas? Wir haben ja nichts. Wir gehen ganz trocken. Ui. Daumen drücken. Noxin mit dem Frag. Lukov. Close geht was. Man nimmt die Waffe auf. Kommt man irgendwie mit der Bombe rüber? Ich weiß es nicht. Eieiei. Ein Hin und Her ist gefährlich. Ness ist close da. Die Glock geht rein. Aber dann sind alle da. Es ist nur noch Swisher. Keine Chance. Schade. Ja, der Kosmos ist natürlich schwierig, aber man darf halt nicht vergessen, die Ausgangslage ist, und das ist halt wahrscheinlich der Move, den man verpasst hat. Der Big ist entstanden aus, würde ich doch schon meinen, aus richtig krassen deutschen Legenden. Und die haben einfach da im Endeffekt auch, zu der Zeit, als Big gegründet wurde, waren Influencer schon im Kommen, auf jeden Fall, aber noch nicht so krass. E-Sport war noch das Top-Notch, ja. Und da hat man einfach die Leute geholt, die einfach gefühlt auch, weil sie halt so lange in der Szene sind, weiß man einfach, selber Influencer alle sein könnten. Wenn jeder von den Streamern eine Kopie den Stream anmachen würde, sagt mir nicht, dass er 1000 Zuschauer hätte, oder? Mal ehrlich. Jeder würde bei dem zuschauen. Genau wie wahrscheinlich damals ein Keith und keine Ahnung, wie sie alle heißen, die im Team waren. Die waren automatisch Influencer. Jetzt, die neuen Spieler, die sind nicht mehr so, die haben nicht diesen Rücken mehr von früher. Die haben nicht diese Legacy geschafft, dadurch sind sie nicht die krassen Namen, die man kennt aus der Szene. Und das ist halt so ein Unterschied. Dadurch hat Big natürlich eine andere Grundlage von auch der riesigen Fanbase aus Deutschland. Was eigentlich nicht fair ist gegenüber Attex, die natürlich prestigetechnisch viel, viel länger existieren. Aber sie haben halt nicht die Namen. Und das ist, glaube ich, ein Problem für Attex. Hätten sie die Namen, alte Namen dabei, die im Hintergrund oder noch im Game sind, dann würde Attex auch laufen. Dann würden auch Trikots verkauft werden. Und keine Ahnung was alles, weil es bringt ja Geld. Man sieht ja auch bei Big im Endeffekt, dadurch, dass die Fans es so krass supporten, die krasse Kaufkraft. Ne? Und ich denke, das ist halt auch ein großer Punkt, warum Big einfach gut da ist. Und dann natürlich gleichzeitig macht man auch den Move, dass man halt mit den Trotzen arbeitet, wie auch immer. Aber weil man halt den Kosmos versteht und natürlich nicht sich selbst halt mit Gewalt vielleicht in das eigene Grab schaufelt. Nein, nein, alles gut. Alles gut. Das fand ich jetzt auch nicht so ganz verstanden. Ich wollte nur erklären, warum ich das anders ein bisschen sehe. Alles gut. Also, rein geht's. Ihr seht nochmal 3 Leute leben. MAD jetzt mit Problemen mit Waffen. Steht 5-4. MAD jetzt, die Smoke liegt, aber trotzdem schwierig. Nesta. Und dann ist es nur noch Slacks. Keine Chance. Also, jetzt sieht's gerade nicht gut aus. Bestia wirklich. Die spielen schon gutes Counter-Strike. Egal, wer was sagen möchte, auch wenn man dieses Team nicht kannte. Diesen Namen nicht kannte. Die argentinische Team jetzt hier. Bestia. Sie spielen schon echt sehr gutes Counter-Strike. Das ist krass. Machen sie gut. Man kann nicht sagen, dass MAD schlecht ist oder sowas. Bloß ist wahrscheinlich ist es genauso ein Thema wie mit Donk zum Beispiel. Man hat zu wenig Daten von den Teams. Und deswegen weiß man nicht, wie sie genau spielen. Das ist halt ein großes Thema, ein großer Vorteil für so ein Team wie Bestia zum Beispiel. Oder andere Teams, die man nicht so hat. Vergleicht doch mal Donk heute zu Anfang des Jahres. Jeder snackt sich Donk. Donk kann nicht mehr so glänzen. Oder wie seht ihr das? Das ist ein schönes Ding jetzt hier von ihm. Mit der Tech 9 nochmal gegen Tomate. Der ist gefallen. Nein, nein, ich habe dich schon verstanden, Aris. Alles entspannt, ich bin dir nicht böse oder sonst sowas. Ich wollte nur meinen Senf dazu geben, worauf ich denke, das ist eine andere Grundlage. Ne? Ansonsten hast du recht. Will ich gar nicht abstreiten. Ah, nochmal Lukov überrennen, schön gemacht. Hat man nochmal irgendwas, das kann man schnell durchgehen. Eine Flash rein, Rack hat eine gute Position. Diese Pistol Round ist ja mal wieder richtig gut. Also wenn sie was können, sind es Pistols. MAD kratzt hier an dem 5. Punkt. Super wichtig, knockt sie mit der AWP. Und zock, also ganz ehrlich, das Ding könnte MAD jetzt wirklich holen. Daumen drücken, meine lieben Freunde, für MAD. Daumen drücken, kommt schon. Sinn ist doch da, Slex ist doch da. Die beiden German Boys mit den Pistols sind nochmal guter Schaden gegen Noxe. Die Zeit, die drängt. Lake macht den Schaden, macht den Frag und damit ist es nur noch Noxe. Der wird jetzt überrannt. Stark. Ganz stark jetzt hier für MAD zum 5. Und damit hat man in der letzten Runde nochmal richtig Money und Waffen. Und auch eine AWP for free für Slacks. Schön. Ganz, ganz schöne Runde. Darauf wieder einmal Marmeladenschluck, ne? Ey, Marc, bist du noch da oder was?
Sehr FPS. Sehr. Ist er noch im Chat? Antworte mal auf meine letzte Frage, mein Freund. So geht's ja nicht. Du musst können. Wahrscheinlich musst du da immer noch vorbereiten. Schön. Ein Logo. Ist okay. Ihr dürft auch gerne zwei, dreimal das MAD-Logo spammen. Gar kein Problem. Ist erlaubt. Guck mal. Schieß mal den Mate ins Gesicht. Hohoho! Double Nate für Ness. Junge, jetzt bitte darf der keinen Frag ziehen. Oh, der hat aber wie ein Lenkrad daneben gegamed. Tomate schon wieder mit, ich weiß nicht, hat die besten Positionen. Der geht sogar noch offensiv an der Smoke vorbei. Bestraft ihn. Schön von Rack. Schön bestraft für diese Frechheit. Jetzt am B-Spot. Da geht man jetzt auf Contact oder was? Oh, gefährlich. 3 gegen 4. Nochmal eine Smoke. Junge, wie viele Dinger hat denn Lukov jetzt hier? Schön gemacht. Nochmal ein bisschen Druck gemacht. Jetzt wieder umgedreht. Jetzt geht's Richtung A. Und ich hoffe, meine lieben Freunde, Nocte wird gefunden. Das ist sehr gut gespielt hier vom Bestia von Nocte. Die AWP schon wieder direkt bereit für jede Aktion. Oder tut man nur so ein bisschen und lässt sich Zeit. Ist auch nicht schlecht. Und faced hier jetzt gar nicht. Sinn, pass bloß auf, bitte. Du hast die Bombe, Digi. Du hast die Bombe. Hallo, du hast die Bombe. Callt ihm keiner das, dass er die Bombe hat? Oh, oh. Nocte muss rausgenommen werden. Das wird gefährlich. Bitte, bitte, bitte. Ich mach die Augen zu, bitte. Ja, man schon abgezählt von... Jauber! Man hat alles gewusst. Jungs, Alter. Ganz anderes Team als gestern noch gegen Bestia. Stark von Slacks. Mann, das schmeckt doch, oder nicht? Ist das geil. 6-6 Ausgleiche. Niemals. Never ever. Zock. Zieht den Zonk. Jetzt kommt Slacks. Okay. Ohi. Hat noch mal wehgetan. Slacks dreht sich um. Kassiert. 3 gegen 2. Voll Daumen drücken. Jungs, ihr holt das. Komm schon. Sinn ist noch am Leben. Wo ist Sinn? Sinn ist on site. Im Pit steht Rack. Die Flash lift jetzt erstmal nie ein bisschen gegen Rack. Jetzt kommt die Mollo. Die kommt zu spät. Sinn fällt instant. Jetzt nicht aufpassen. Schön von Rack. Rack muss das Duell gewinnen. Rack, bitte. Rack, ja, Mann. Ab zweimal in die Schnauze rein. Bei dem Gegner. Ganz stark. Und damit haben wir das 6-6. Und das ist doch nochmal alles entspannt. Und jetzt gibt es nochmal einen schönen Schluck, meine lieben Freunde. Ja. Zink mit Vitamin C. Gönnt euch. Ist auch so ganz gut, eigentlich mal das zu trinken. Ja, kann ich euch nur empfehlen, zu der Jahreszeit. Nicht nur trinken, wenn man krank ist. Immer auch vorbeugen. Ingwer. Ingwer ist gut. Das war sehr wichtiger Frag hier gegen... Also der gegen Nocte und davor gegen Tomate war sehr wichtig. Sehr, sehr gut. Und Rack einfach die sichere Bank hier. Boah. Ja, da müssen Sie, können Sie durchatmen. Das war sehr gut. Okay, jetzt ist ein bisschen ruhig. Ich muss ein bisschen reden, ne? Wir müssen hier ein bisschen ASMR machen. Warte. Kann ich hier ein bisschen knistern? Kann ich was kratzen hier oder sowas? Haben wir irgendwas? Warte. Hier so. Nee, das hört sich scheiße an. So eine Cola Zero Dose Plus. Klappt nicht. Meine lieben Freunde, schön, dass ihr noch am Abend hier einschaltet. 56 Zuschauer. Danke schön dafür. Schön, dass ihr alle jetzt im Endeffekt Slacks und Sinn mit ihrem Team MAD supportet. Ich hoffe es natürlich. Ich hoffe, keiner im Chat ist hier für Bestia. Ja? Ist hier irgendjemand für Bestia? Ich glaube, wenn er sich outen würde, ist eh raus. Dann wird der Kommentar gelöscht, beziehungsweise da folgt der Bann. Also, rein geht es. Ne, es ist gefallen. Jetzt geht man hier schnell Richtung B. Oh mein Gott, Switcher braucht Support. Uiuiui, jetzt wird die Rotation eingeleitet. Viel zu viele CTs. Junge, Bestia schon wieder. Der Kaffeesatz wird hier langsam zum guten Espresso, oder was? Macht einen guten Play. Jetzt aber Sinn, komm schon. Oh, schade, Nocte. Keine Ahnung, was mit dir ist. Dieser Typ, der drückt einfach super eklige Shots die ganze Zeit. Ist auch der Topfragger. 16 Buden overall. Reicht jetzt auch. 1-1 Trade. Die Bombe ist vom B-Spot. Ich hoffe, man bleibt da. Lake. Einmal den See aktivieren. Gönn dir in Kommia zu mit Zwischer. Umschalten. Scheiß drauf. Nicht rotieren. Bleibt einfach cool. Die machen die volle Ablenkung.
Einfach auch clean jetzt hier von Slacks und Rack. Slacks, nicht rotieren, nicht rotieren. Cool bleiben. Das war keine Bombe. Oh, komm schon. Oh, was ist das denn? Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Oh, Swisher mit einem Slacks mit dem anderen. Und jetzt weiß man, dass da noch einer ist. Zock muss den Frag unbedingt nicht ziehen. Der Plant geht durch und Link macht das Ding. Ja, bitte. Ganz stark. Ja, da haben wir uns nicht verarschen lassen, meine lieben Freunde. Doch wieder Kaffeesatz nur. Doch kein Espresso. Swish und weg. Genau, so sieht's aus. Der hat sogar noch einen mitgenommen, obwohl er voll reingelaufen ist. Musste mal reinziehen. Macht es erstmal. 3 gegen 1. Kein Plant mehr. Oh, da wird gesucht. Der wird gesucht. Slacks ist ja auch schon da. Ja, und Link hat hier mal kurz, ich sag's doch, den sie aktiviert. Stark. Sehr gute Runde. Er made, die holt die Pistol. Ja, da kann unten rechts die gute Tomate nicht zufrieden sein. Der ist schon ein bisschen genervt. Schön. Sehr, sehr schön. Sauber. Papau! Runde Nummer 13 ist durch. Jetzt haben wir die 14 und Sinn muss aufpassen. Da wird man überrannt. Plättert man nicht, aber trotzdem hat man natürlich eine Mac-10 reingekauft. Man hat reingeforst mit den Tech-9. Man ist mutig. Hier bei Bestia hat sich erstmal belohnt. Trotzdem muss ich noch 3 CTs. Close und aufpassen. Schön von dem guten Rack. Rack macht sogar 2, aber Lake und Slack sind instant gefallen. Oh mein Gott, die Runde gleitet davon. Rack muss noch einen mitnehmen. Oh, schade. Was ist jetzt mit Swisher? Boah, ist das schwer. Ist das schwer, die Situation. Oh, dann geht's safe. Ach komm. Die kriegen die Runde hin, ich kann's nicht glauben. Hat doch so einen leichten Espresso-Geschmack. Na, kann nicht sein. 7-7 Ausgleich, gleich M80. Muss jetzt dann, keine Ahnung. Gas geben. Hallo, wischt. Schade. Es wird eine knappe Partie hier. Ich hoffe, nicht zu knapp. Ich hoffe, M80 kann sich stabilisieren. Kann jetzt hier vielleicht die Force Bay auch wieder gewinnen. Und dann weiter ballern. Aber das war echt nicht. War echt eklig stark jetzt hier von Bestia. Das war eklig. Dass Tomate den zweiten noch macht. Der hat doch an. Aber das Problem ist halt, die PCs sind ja kontrolliert. Zero FPS, meine lieben Freunde. Du machst so gute Tweets. Tweaks, oder? Wie auch immer. Tomate holt sich wieder jemanden. Der rastet hier schon wieder aus auf kurz. Auch in der Mitte passt man auf. Ness hat alles auf dem Schirm. Ah, Sinn mit der 5-7. An der Smoke vorbei. Ah, schade. Schade. Also, was ich meinte, es gibt wohl einen neuen Sound. Jetzt, wenn man halt mit der Granate jemanden trifft oder sowas. Ich bin nicht ganz sicher, ob das wirklich so ist. Aber irgendein. Muss mal gucken. Robs hat irgendwas getweetet oder geschrieben. Von dem neuen Update. Addex gegen Weg am 28.10. wird knallen. Wo denn? In der Dach-CS Masters oder was? M80 jetzt hier in der Pistol Round. Die Runde ist wahrscheinlich komplett weg. Leider. 9-7 Führung für Bestia. Müssen wir verkraften. Können wir entspannt bleiben.
Ah, okay, danke, Trudo. Dann halt sowas. Dann war das ein ironischer Tweet sozusagen, oder was? Okay, ich hab gedacht, es wäre irgendein cooles Upgrade oder sowas. Siehst du? Nur Halbwissen. Hier gibt's nur Halbwissen, Balbi. So, okay, ich verstehe. Gut, dann war er doch ernst. Crazy. Es geht rein, ihr seht's. M80 mit Waffen, jetzt aufpassen. Ness pusht sofort die Mitte hoch. Schön von Rack, kriegt er noch einen zweiten. Erstmal kann er entkommen. Rack muss aufpassen. Rack gönnt sich. In dem Fall ist es Lex, aber der geholfen hat. Trotzdem den 3 gegen 2 und Zeit. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall Swisher. Keiner guckt Richtung Lake. Lake macht einen. Lake. Noch einen zweiten und den dritten. Ja, man, beinahe auf jeden Fall den dritten. Gar kein Leben. Slex ist schon da. Sieht den Fuß. Aber Sinn ist es mit dem Frag. Saubere Runde von M80. Die Waffenrunde geholt. Und das mit 3 überlebenden Leuten. Stark gemacht. Sehr, sehr stark gemacht. So, du ist halt aktiver Spieler der ersten Maschine. Der hat das nicht bekommen. Sind die alle erkältet? Wer ist alles erkältet? Keine Ahnung. Lukov mit dem Frack. Eklig gegen Swisher. Leider hat man die Bananenkontrolle jetzt verloren. Sinn muss erstmal absmoken. Aufpassen. Wieder geht Richtung A-Spot, wie es aussieht, glaube ich, von Bestia. Die haben gemerkt, irgendwie scheint eine Schwäche zu sein. Aber gleichzeitig ist ein guter Move von M80. Nochmal ein bisschen offensiver. Wenn da keine Mollus kommen. Man hat noch drei Mollus. Sind sehr eklig. Da betreibt man auf jeden Fall jetzt schon mal die Spieler weg. In der Ecke steht immer noch Rack. Rack macht einen guten Frag. Könnte noch einen zweiten mitnehmen. Wäre insane. Man probiert es unbedingt. Die Smoke hilft. Aber dann kommt er nicht mehr weg. Oder es gab nochmal eine Mollo rein. Rotation hier von Lake ist da. Rotiert wieder Richtung CT, aber langsam. Das heißt, am Ende ist es Slex allein am A-Spot, der irgendwie das Ding carryen muss. Nochmal eine Flash. Rotiert auch weg. Man denkt, es wird vielleicht der B-Spot. Das waren jetzt nur Fake-Smokes. Und damit ist es die Runde für Bestia. Die 10. Wir haben keinen mehr von dem AD jetzt hier auf dem A-Spot. Man wird safen, ist okay. Aber es ist schon sehr close. Schade. Und jetzt wirklich Handen gehen, die scheinen Handen zu gehen. Ich hoffe, wir können Tomate direkt bestrafen. Bitte Tomato gleich umschießen. Gleich umschießen. Gar nicht erst zulassen. Ach so. Okay. Oh, da kommen noch mehr, Alter. Die wollen jetzt wirklich unsere Jungs hier haben. Bitte, alle überleben. Kommt schon, Jungs. Schießt sie über den Haufen. Holt euch die AKs rein. Ja, da sieht man keinen mehr. Niemand zeigt sich. Nicht rein. Ja, ist stark. Alles gut. Huh. Cool bleiben. Cool bleiben bei M80. Alles ist gut. Waffen nimmt man gerne mit. Gucken wir mal, ob M80 es jetzt aufhalten kann. Wir sehen hier schöne Mollo.
Direkt treibt man hier so ein bisschen die Jungs zurück. Smoke hinterher. Trotzdem bleibt immer noch Noxie hier auf der Banane. Wir brauchen jetzt ein bisschen Glück. Nur ein bisschen, ein paar gute Shots. Zu viel Geld liegt hier drüben bei Bestia. Zwei Waffenrunden gibt es Minimum danach noch. Das gefällt mir nicht. Jetzt sind nochmal mit einer Latent Molle jetzt. Aber komm, vorsichtig. Schöne Flash, schön gespray von Sinn mit dem Double. Ness holt, hilft zwar jetzt hier Sinn, dass er Ness nehmen kann. Lake macht den nächsten, das ist eine schöne Runde. Eine ganz starke Runde jetzt hier für Mady. 2 gegen 5 muss geholt werden. Weiter Fokus, nochmal eine Smoke. Da geht man einfach durch die Smoke durch. Sinn fällt zwar, aber trotzdem nimmt man hier dann Sinn noch Zock mit. Lukov fällt, es ist die 9. Runde, super gut. Mady kann es noch. Sehr wichtig, weiter geht's. Ganz stark. Lukov mit dem Frag, was ist mit Sinn? Kann der noch performen? Sinn jetzt hier, komm schon. Wir brauchen jetzt nochmal eine Bude. Sehr stark. IT-Support bei Big. Also sehr auf BS, guckt hier rein. IT-Support und guckt den deutschen Cast von MAD. Grüße gehen raus. Boah, wen sehe ich da? Also du hast das Foto gemacht? Wer ist das andere? Der gute Hirsch bestimmt. Läuft. Oh, schön von Lake. Lake, mein Freund. Das ist der Support vom Tech-Support. Läuft, Alter. Lake einmal ganz kurz hier. Woo, einfach rübergefahren. Geil. Lake, 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 Mann. Wie geil ist das denn für ein Typ, Alter. 4K. Komplett die Jungs auseinandergenommen. Boah. Ey, da will ich mal die Tür aufreißen und wie Bart Simpson. Nee, nicht Bart Simpson. Wer ist nochmal der Dicke, der immer haha macht? So ein Ding. Ich muss jetzt da machen. Einmal Tür aufgreifen, reißen und haha. Okay, das ist ein tiefer Schluck jetzt hier auf jeden Fall. Was für eine geile Runde. Der Ausgleich 10-10. Das kostet Geld. Und jetzt nochmal die Runde jetzt hier, meine lieben Freunde. Die Runde ist alles. A und O, super wichtig. Dann sind wir alle glücklich. Dann hört man drüben wahrscheinlich nichts mehr. Swisher flasht sich selber rein. MP9 muss jetzt performen gegen die MAC-10. Oh yeah, Mann. Das ist gut. Noch mehr Schaden. Wo bleibt doch Sinn? Sinn, mein Freund. Hilf doch mal deinem Mate. Aber Swisher braucht dich nicht. Der macht es alleine. Swisher macht es alleine. Und Mann, machst du Schaden, ey. Swisher weiß ganz genau, Sinn ist krank. Ruh dich weiter aus, Brudi. Ruh dich weiter aus. Ich mach alles alleine. Kein Problem, ja? Kein Problem. Muruk. Ich mache alles alleine. Stark. Mit der MP9. Ich sag's ja. Diese Anführungszeichen Dreckswaffe ist so stark in CS2. Insane. Boah, bockt das an. Geil. Gefällt gerade richtig. Barney, dankeschön. Genau, Mann. Barney. Nee, nicht Barney. Doch, heißt der Barney? Nein. Barney ist doch dann der Trunkenbold, oder nicht? Nein, das ist ja der Trunkenbold. Ich meine den Jungen von Bart Simpson, der immer vermöbelt. Der macht immer so, haha. Heißt der wirklich Barney? Nelson ist der mit der Brille. Der macht aber nicht haha. Ist das wirklich Barney? Ich habe keine Ahnung, Alter. Bei Simpsons raus. Ohoho! Ja, Mann. Und da bin ich aber drin. Slacks, mein Freund. Richtig gut. Nelson ist haha. Genau, dankeschön. Nelson, sag ich doch. Dankeschön, Bunski. Barney ist ja ertrunken. Ja, dankeschön. Genau das ist es. Der hier. Der ist es hier. Da. Das hätten wir machen. Oh, was ist das denn? Cookies Police. Cookies Police, Alter. Hier. Haha. Haha. So hätten wir es machen müssen. Tür aufmachen. Haha. Geil. Ja, weiter. Swisher, schön.
Die haben halt nichts. Die haben keinen Money. Die müssen jetzt hier Pistols spielen. Keine 1000 Deck 9s. Einfach mal Rack. Schieß, schieß, schieß. Mann. Kann ich einmal den flüstern, der kurz schießen soll? Kommt schon, Jungs. Slacks, schön. Mit dem Spray von der Seite mit Lake zusammen. Und das ist das 12 zu 10. Und MLD hat hier zwei Matchpoints, meine lieben Freunde. Guck mal, wie ernst Slacks gerade ist. Guckt euch an. Junge, der ist voll im Fokus. Wie geil ist das denn bitte? Was ist mit dem Kaffeesatz hier los gerade? Was ist da los bei Bestia? Die haben die dicksten Eier gehabt hier. Bla, 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 wahrscheinlich. 13-1. Ganz ehrlich, es war perfekt geplant hier von Sinn. Ich sag's euch, gestern hat er gesagt so, ey, lass uns mal, die sollen uns mal überrennen. Wir gewinnen danach einfach gegen Aurora, kein Thema. Und die gehen so confident mit den dicksten Eiern rein hier überhaupt in das Spiel bei uns dann halt, um, wenn es um die Decider geht. Perfekt. Vielleicht haben die auch nochmal bei Big ihm einen Taui in die Hand gedrückt, ey, verliert man die erste Map, dass wir nicht gegeneinander spielen, bin ich auch dafür. Stark, Mann. Stark. Gefällt mir. Einfach geil. Richtig gut. Also ich sehe den Sieg jetzt. Ich sag's euch. Keine Overtime. Ich sehe den Sieg. 13-10 sehe ich jetzt. Ganz ehrlich. Die sind gut drauf, die Jungs. Also full Fokus. Voll Daumen drücken jetzt im Chat, meine lieben Freunde. Hier spammt das MLD-Logo für die Jungs. Es wäre so wichtig. Schöne Granate gegen Zock. Ah, wie viel Schaden? Gar keinen. Hat er gerade gedodged. Ist vorgepusht. Aufpassen, auf kurz steht zwei Leute von MAD. Bananen hat man gar nicht, das ist gefährlich. Sinn! Boah, die sind so frech gerade bei Bestia. Die sind einfach durch die Smoke gegangen. Ganz frecher Play. Vielleicht jetzt ein Counterplay jetzt irgendwie. Wir müssen aufpassen. Wenn Sinn fällt, haben wir ein Problem. Boah, zum Glück trauen die sich weiter vor. So gefällt mir das. Der Chat muss eigentlich komplett neongelb sein. Der Chat muss neongelb sein. Komplett nuklear. Alles muss voll sein. Mit Nuklearbomben, Alter. Nuklear, nuklear. Let's go. Gib die Chat einmal komplett hier für MAD. Das wäre so wichtig. Die holen es jetzt. Zum 13 zu 10. Let's go, Jungs. Die Zeit drängt. 50 Sekunden. Slacks ist da. Rack ist da. Wir sind heiß. Ich bin heiß. Ich will es jetzt richtig sehen. Ich baue das hier auf. Das Aufbauschen muss jetzt belohnt werden. Ja, Mann. Ein wenigstens und zweiten. Aber das ist Slacks, der durchrennt. Nein. Verdammte Axt. Safen. Aber man kann reingehen. Man hat genug Kelle. Man kann es probieren. Ja, genau, wir schon, weil du zu spät gemacht hast. Du hast zu spät gemacht. Ich suche einen Schuldigen jetzt hier. Wer hat nicht reingeshoppt, reinsupportet jetzt hier? Man könnte wirklich noch reingehen. Scheiß drauf. Die haben genug Geld. Die können voll reinkaufen. Die können es probieren. Jetzt ein 2 gegen 4 klatschen. Nochmal richtig auf Power. Das wäre so richtig Demütigung. Nochmal so eine richtige Demütigungsschelle. Oh, links hat er gerade gejumpt. Sind den ersten. Sind die Maschine. Kommt schon. Ah, schade. Keine Chance. Oha. Das ist so krass. Egal. Eine Runde noch. Kommt schon. Eine Runde geht noch. Dann halt 13. 13 zu 11 ist okay. Nehme ich auch. Definitiv aber kein gleiches Spiel wie zuvor. Let's go, M80, Swisher. Gute, dreckige, eklige, freche Position. Die Fläche ist gut. Aber trotzdem, Lukov hat mehr Glück gerade. Ist das bitter. Wir haben Lake und Swisher verloren. Wir brauchen jetzt so ein impossible Move von Sinn. Das Timing wäre auf seiner Seite jetzt. Nimm Slacks mit, gerne mit zwei. Slacks. Komm schon, die pieken beide zusammen bestimmt gleich. Slacks, Alter, geile Typ. Slacksy, muss ich zurückziehen. Sinn ist ready. Sinn muss aufpassen. Close steht noch einer. Jetzt machen die auch den Double Peak oder was? Oh, Sinn, Alter. Was für ein geiles Spielgefühl. Jetzt geht er vor. Jetzt Sinn, Alter. Sinn, the man. Sinn für zwei. Nein, Mann. Und auch Slacks ist gefallen. Rack alleine 1 gegen 4 Overtime. Mann. Außer Rack klatscht es jetzt hier. Ach, Mann, ey. Die haben es geschafft. Boah, haben die ein Glück gehabt, Alter. Habt ihr Glück gehabt? Ist okay. Ihr dürft auch mal was schaffen noch. Fuck. So darf es nicht laufen. Wir brauchen mehr Support. Ich sage, es liegt an euch. Ihr habt zu wenig reingeschüttet. Ihr habt zu wenig reingeballert. Ich habe hier alles gegeben, ja? Ihr habt zu wenig supportet im Chat. Was ist da los? Spaß. Trotzdem.
Jetzt ein Glücksschluck. Mal ganz kurz Richtung die Support-Ecke. Kannst du dich ein Hack mal ganz kurz mal aktivieren? Ganz kurz so ein Leck, so ein Drop. Einmal hast du ja, du musst ja Geld bekommen haben, ja? Einmal hast du ja schon gegen uns gemacht hier. Da ist ja vorhin Rack einfach rausgedroppt aus dem Spiel. Kannst du dich auch einmal das machen, mitten in der Runde beim Bestia? Kurs geht raus, Chocosel. Grüße geht raus. Ab geht's zur legendären Tischtennisplatte. Vielleicht treffen die sich. Wäre natürlich auch geil. Ich hoffe, die haben ein paar Bantas da geschoben. Ein paar Bantas aufgenommen. Weil das ist natürlich ganz cool, Banter, wie auch immer. Wie gesagt, es ist eine Overtime. Drei Runden jetzt hier auf der CT-Seite für M80. Am besten jetzt zwei von dreien holen. Kommt schon, Leute. Zwei von dreien oder sogar drei von dreien. Stress gemacht auf der Banane. Aber auch cool, wie M80 überhaupt nicht rotiert. Also, Sinn hat seine Jungs schon gut trainiert. Bleiben wir hier einfach hier cool. Aber jetzt geht Swisher vor. Support Flash kommt. Gefährlicher Call. Swisher an der Smoke. Nimmt er noch zwei mit? Nein, aber jetzt muss irgendwas passieren. Wichtige Mollo von Sinn. Da geht man jetzt durch. Sinn braucht Support. Sinn ist alleine. Von oben kommt schon jemand gleich reingeflogen. Auch der gute Lake ist schon da. Sinn ist bekannt. Aber schön von Lake. Trotzdem gefährlich. Lake muss den Frag machen gegen Zock. Der war auch schon immer gut dabei. Boah, da ist einfach reingeschlichen. Das war zu wichtig. Aber schön von Rack von hinten. 2 gegen 2 wieder. Zock und Noxy, die dürfen jetzt einfach nichts treffen. Guck mal, 19 Frags. Er hat vorhin schon vor 10 Runden 16 gehabt. Noxy ist gar nicht mehr im Spiel. Also, Slacks, komm ums Eck und hol dir Noxy ab. Wo bleibt Rack? Slacksy, komm schon. Gönn dir einfach mal ganz kurz Noxy. Das wäre so wichtig. Schön! Genau das will ich sehen. Und jetzt ist Zock auch bekannt. Zock! Ja, Mann! Slacks, die geile Maschine! So wichtig, das 1 zu 0. Sozusagen. Nach Runden. Erste haben wir von 3. Weiter geht's. Komm schon. Weiter geht's. Let's go. 13-12 zum 14-12, bitte. Ah, schön verteidigt erstmal. Banane gehört auch Swisher und M80. Rack, gute Position. Aber Tomate aimt schon vor, Alter. Was weiß der, was wir nicht wissen? Slacks, wichtiges Ding nochmal. Der Fokus gezogen. Slacks fällt zwar, aber trotzdem. 3 gegen 3. Lag noch in Zeit. Was ist das schon wieder? Schon wieder kriegt der Typ den Frag gegen Sinn. Es kann nicht wahr sein. Lag, keine Chance. Es ist zwischen alleine 1 gegen 3. Boah, ist das eklig. Da kommt. Oh, das habe ich vorhin gesehen. Was für Granaten bei Swisher reinkommen. Schöne Granate. Schön von gegen Noxe. Und Ness ist auch low. Schön gemacht. Ach, schade, Mann. Tomate glücklich hier kann er sein für sein Team. Swisher ist einfach eine Maschine. Schade. Schade. Ist das bitter. Also eine Runde muss noch gehen, meine Lieben. Eine CT-Runde für M80. Taktische Timeout nochmal gezogen jetzt hier. Man hat nur einen in Overtime. Drückt die Daumen für M80. Jetzt volle Pulle Daumen drücken. Noch eine Runde holen auf der CT-Seite. Wäre so wichtig. Guck mal, habt ihr das gesehen? Man hat eine Taktische gezogen. Ein bisschen wird gesprochen.
Ansonsten ganz entspannt. Ganz entspannt. Einfach nur ein bisschen. Einfach kurz durchatmen. Ist gut. Finde ich gut. Ein guter Call hier von Sinn wahrscheinlich. Perfekt. Also, Full Fokus. Jetzt alles Gas geben. Taktik beim Alten. So ein bisschen mal ein bisschen dreister sein in gewissen Situationen. Ihr seht, man pusht ein bisschen rein mit Slacks, mit der AWP. Die schöne Granate. Die trifft richtig gut. Tomate hat kassiert. Das war auf jeden Fall ein Kopfball. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall den Frag von Rack am besten oder sowas. Banane hart umkämpft noch immer hier Lukov. Und Nokze. Diesmal hat er auch seine AWP dabei. Komm schon, Lake. Wir brauchen jetzt fette Shots. Slacks ist da. Er zählt ab. Slacks einfach mal gegen Tomati. Einen schönen Bang jetzt hier. Die Molle juckt ihn nicht. Die juckt ihn eigentlich auch nicht. Anti-Flash gestellt. Lake gegen Zock. Oh, Slacks schießt daneben. Passiert. Ist nicht schlimm. Wir sind immer noch zu fünft, aber die sind nur noch zu viert. Und eine Tomate, die angehittet ist. Thomasin, 50%. Rotieren jetzt komplett Richtung B. Ist gut bei 45 Sekunden. Vielleicht darf jetzt gerne Lake rüber rotieren. Der See. Einmal rübergehen. Komm schon. Lass mal hier kurz das Wasser deine Macht spielen. The Ocean Man. Let's go. Schöne Smoke von Sinn. Sehr late Timing. Gut gemacht. Damit kommt man erstmal nicht durch. Jetzt flasht man sich selber ein bisschen rein. Man muss aufpassen. Schön von Sinn gemacht. Sinn mit zwei. Super, super stark. Und jetzt ist es ein 4 gegen 2. Jetzt geht der Plant rein. Das schießt Fischer zu hoch. Schade, der geht durch. Juckt aber erstmal nicht. Die Rotation kommt. Und die Jungs kommen dazu. Alles gut. Cool bleiben. Und einfach zusammen ausspielen. Was sagt die Utility? Eine Mollo. Oh, Noxie mit dem Frag der AWP. Das ist unglücklich. Rack ist raus. Trotzdem noch eine Mollo und noch zwei Flashes. Man weiß, dass die AWP hinten liegt. Okay, die ist nach vorne rotiert. Oh, Slacks schießt daneben. Er weiß, wo die AWP close ist. Jetzt wird reingeflasht. Da kann auch die AWP nicht sehen. Man weiß, dass er da ist. Thomasin macht den Frag noch hier close. Das kann nicht wahr sein. Und der Frag von Zwischer muss durchgehen. Man diffused einfach durch. Das war's. Die Runde ist durch. Ja, yeah, Baby. Schön für eine Melody. Schön gespielt von Zwischer und Lake. The Waterman hat's geholt. Und was macht denn jetzt gerade Slacks? Ja, weil er sich geduckt hat, ne? War bitter für Slacks. Ah, oh, das war so wichtig hier. Damit sind wir leicht im Vorteil. Und jetzt die T-Side besser spielen als zuvor. Beide Teams sind CT-lastig, super gut unterwegs. Auf der T-Side nicht so. Na, da wurde Toffifee gegönnt. Ne? Haben wir ja letztes Mal schon gesehen. Toffifee, hier. Toffifee White hat man auch anscheinend dabei. Ist ein bisschen diskutiert. Sinn kann nichts machen. Der kann nur von beiden callen. Schön. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Jetzt kommt schon. Die ersten Map holen. Macht da jetzt kein Chemie draus, Jungs. Ihr seid stark. Das wäre so wichtig. Problem ist natürlich immer noch. Sinn muss jetzt hier direkt danach schlafen gehen. Durchpennen. Gesund werden. Schwitzen, schwitzen, schwitzen. Auf jeden Fall. Damit er morgen fit ist. Wann spielen die eigentlich morgen? Gibt es da schon ein Schedule? Ich glaube, die spielen abends, oder? Also das Spiel findet abends statt, weil sonst wäre die Kluft zu hoch, glaube ich. Ja. 21 Uhr morgen übrigens. 21 Uhr sehen wir uns hier auf jeden Fall, wenn MAD da ist. Ansonsten überlege ich nochmal. Aber vielleicht schon. Ich denke schon. Wir ballern hier wahrscheinlich alle 4 Games. Natürlich geile Spiele hier in der Thunder Pick. Wenn wir schon die Berechtigung haben zu casten hier bei diesen Monsterspielen, dann werden wir alles durchziehen. Ich hoffe, ihr seid mit am Start. Start 12 Uhr und dann geht es den ganzen Tag durch. Big wird erstmal komplett durchgehypt. Wer weiß, ob ich danach überhaupt noch casten kann, wenn ich mich weggebrüllt habe. Aufpassen. Oh, Zock. Keine Ahnung, Rack hat es gar nicht gecheckt. Zwischer ist noch da. Oh, der Anschluss. Gefährlich. Über kurz kommen die anderen. Die Granate nimmt vielleicht Zwischer raus. Wie stark ist Zock denn bitte? Crazy. Wichtiges Ding von Sinn, aber es ist trotzdem nur noch zu zweit. Lake und Sinn. Wow, der kann überleben, das Ding. Er kann planten. Wo bleibt Lake? Der kommt von hinten. Kann Sinn nochmal Frag ziehen. Sinn, noch einen zweiten. Komm schon. Sinn nochmal am Dines raus. Aber man diffuse einfach vielleicht gleich durch. Aufpassen. Und man hört die Steps hier auf jeden Fall von Lake. Oh, man weiß ganz genau, wo er ist. Links steht noch einer. Hat er nicht auf dem Schirm. Schade. Nee, ich mag die gar nicht mehr, muss ich sagen. Ich habe mir die übergessen, diese White, diese... Ich kann es eh nicht alles essen. Meine Zähne machen das gar nicht mit, Alter. Ich bin gemarscht. Bin ich auch ganz froh drüber, dann wird man nicht komplett dick. Ah, mit Berlins letzter Dampflok fahren. Ich glaube, da muss ich jetzt hingehen, Alter. Geil. Ich muss da unbedingt
wieder Lokomotive fahren. Will jemand Lokomotive mitfahren hier in Berlin? Sowas ist das Beste. Habe ich Bock drauf. Einfach ein schönes Gerät. Also, Full Focus. Eine Runde muss M80 holen, damit wir die zweite OT erreichen. Ich habe keine Lust, dass wir die Map verlieren. Auf keinen Fall. OT ist okay. Sieg auf jeden Fall. Das, was wir alle wollen. 16-14 jetzt bitte. Wäre nice. Minimum eine Runde jetzt. Und nicht, dass wir jetzt viel schwitzen müssen. Aufpassen. Banane hart umkämpft. Ness. Und Glukov schon wieder da. Man hatzelt jetzt gut rein. Gleichzeitig haben wir diesen Kollege Nokze, der immer wieder ein bisschen reinpiekt. Dann haben wir Zock, der da am Start ist. Und auf der Grundlinie hinten am Arsch-Eck auch noch den guten Tomaten Zin. Die Tomate. Wir nennen ihn Tomate. Der hat echt viel rausgehasselt. Starker Spieler. Also Full Fokus. Noch 55 Sekunden. Jetzt wird's interessant. Tomate misst was ab. Zock muss sich jetzt wegrotieren. Total blind. Erstmal gut. Jetzt wird die Rotation verengt. Und damit kann der Train jetzt Richtung B laufen. Geht noch einer rüber. Bei 40 Sekunden rotiert man noch weiter hier. Bei den Jungs bei Bestia. Das ist so gut gemacht gerade, der Call von Sinn. Jetzt muss man aufpassen. So gibt's die Flash. In Nokze sein Gesicht. Dann piekt Slacks rein und macht den Frag. Aber so ist es nicht gut. Jetzt hat man aber den Rest abgestellt. Lukov ist rotiert, ist da. Abgesmoked. Molo hilft nochmal. Aufpassen. Nokze hat was kassiert. Und zwar den Kopfschuss von Lake. Lukov in der Smoke. Der geht rein. Der geht durch. Aber Lake mit zwei. Das Wasser passt auf. Die 15 ist greifbar nah. M80. Kommt schon. Reinspam mit euch. Ja, Mann. Zwischer, passt auf. Holt dich, Ness. 1-4. Niemals im Leben. Jetzt das Ding holen. Ja, Baby. Noch eine Runde. 16-14 hier für M80. Dann sind wir happy. Dann sind wir happy. Lake will auch nach Hause. Nee, der will nicht nach Hause. Der will auf LAN in Berlin spielen. So sieht's aus hier. Nicht nur bei Big im Bootcamp, sondern er will auf LAN spielen. Der will nicht nach Hause. Das Licht hast du vergessen. Ansonsten hätte Lake jetzt nicht den Dadel gehauen. Salvation 92. Vielen lieben Dank für deinen Abo. Grüße gehen raus. Ich küsse doch dein Herz. Dankeschön. Danke für deinen Support hier. Ihr seid kaputte hier alle. Richtig geiler Support letzter Zeit. Dankeschön. Das bockt an. Ehrt meinen Cast. Ich hoffe, wir werden wieder in anderen Teams auch mehr andere Spieler sehen. Arrow und Hype muss ich unbedingt wiedersehen. Ich will Faven wiedersehen, dass wir da ein bisschen supporten. Slacks mit dem Opener-Schuss. Jungs und Mädels, da draußen, die alle zuschauen. Ihr seht's, wir haben die ersten Frag gemacht. Das sieht gut aus. Noch einen, noch einen zweiten, dritten, flawless am besten. Ich habe mir einen 16-14 gewünscht, oder? Ihr habt die nichts geschrieben. Hat irgendjemand was geschrieben, wie es ausgehen soll? Ihr habt alle Angst, ihr seid alle abergläubig. Ihr macht hier einen auf Jinx, Minx und so. Gibt keinen Jinx. Man sucht dann immer nur Schuldige dafür, dass andere schlecht sind. Was soll man dazu sagen, wenn man jetzt ganz hart ist? Wenn sie sich closen können. Aber M80 hat die Chance. Oh, ich muss niesen. Ey, diese Tomate, Mann! Hau ab, Tomate! Es kann nicht wahr sein! Dieser Typ ist einfach nicht normal. Es bockt überhaupt nicht an. Da muss ich jetzt hier zwei, dreimal niesen. Und dann sowas. Mann! OT2. 16-14 passt. Ja, würde ich auch dabei. Aber das kann doch nicht wahr sein, sowas. Wie viel Pech haben wir denn? Kacka. Ja, Mann. Kacka. So sieht's aus. Aber sowas von. Richtig kacke. Einfach, ey. Ich verstehe das nicht. Wie kann denn so ein Typ hier die ganze Zeit ballern? Guck dir diesen Typen an. Auch das so gut gespielt. Zock, echt wirklich. Auch auf dem Schirm hat er einfach, dass jetzt die Smoke kommt. Hat man gut gemacht einfach. Gute Game Sense. Let's go. Einfach nochmal dasselbe machen. Zwei Runden diesmal auf der T-Side holen und sind wir happy. Full Daumen drücken für M80. Sie sind hier ganz klar für mich leicht vorne. Bessere Team, aber was ist das denn? Jetzt hat man hier Glück. Leckt mir doch. Oh. Kann doch nicht wahr sein, sowas.
Rack dafür mit dem Reflect gegen Zock. Jetzt Tomate direkt instant umschießen. Der hat ein Lenkrad da. Schießt ihn jetzt weg endlich. Mit Gewalt. Tomate nimmt nochmal einen mit. Das kann nicht sein. Nas holt sich weg, aber trotzdem, Nas ist bekannt. Jumpt hoch, wurde, glaube ich, gesehen. Oder? Schöne Flash. Droppt runter, ist bekannt. Man lädt nach. Aufpassen, ich habe Angst. Bitte 2 gegen 3. Die Rotation ist auch schon da. Kann man nochmal abbrechen? Ich weiß es nicht. Oh, Nas. Es ist halt Lake, aber der hat keine Chance. 16. Zu 15. Da kommen sie aus den Ecken gekrochen. Gejinxt. Ey, ich habe wenigstens Eier, an irgendwas zu glauben. Ja? Hier an irgendwie den Sieg zu hoffen. Unglaublich. Frech. Leichter Vorteil für Bestia. Am besten jetzt bitte 2 Runden. Wirklich, MAD. Gönnt mal jetzt. Schöne Granate. Sinn kassiert jetzt auch. Sinn lebt noch. Hat auch noch gutes HP eigentlich. Lukov komplett weit vorne. Ist das schon wieder eklig? Er hat die Timings einfach. Ich verstehe es nicht. Swisher mit dem Wichtigen. Slacks mit dem anderen. Der A-Spot gehört uns. Die Bombe aufgehoben. Ja, Mann. Das war ein guter Bait. Der hat der Köder zugeschlagen. Haha. Da kommt die Smoke rein. Man pusht die einfach frech durch hier bei Nas. Hat man das am Schirm, hat ihn gesehen? Der hat keine Chance. Pusht niemals durch die Smokes. Tomate fällt instant. Nas fällt. Und es ist nur noch Lukov. Von der Seite. Blatt geht durch, sind fällt. Egal. Der war super low. Jetzt weiß man, dass er da ist. Jetzt geht's hier rein. Man weiß genau, dass er close steht. Und jetzt wird gleich zusammengepiekt. Und dann dürfte er nichts mehr machen. Stark. MAD mit der ersten Runde. Und das noch mit einer Runde offen. Jetzt eine zweite holen. Perfekt. So wichtig, dass Swisher und Slacks da drüben performen. Guckt euch an, wie Lukov einfach mal immer die richtigen Timings hat einfach. Boah, schön. Die Grundlinie zerstört. Haben sie die gerade zerstört. Das gefällt. Das gefällt. Also, Max, supporte wenigstens mit dem Logo. Ja, wenn du schon gar nichts machst. Einfach mal ein bisschen reinchatten und supporten. Wahrscheinlich guckst du am Fernsehen, ist auch korrekt. Und mit dem Handy einmal kurz Caps Lock drücken und Gejinx brüllen. Oha, Slacks kassiert. Tomate mit einem ekligen Play vorne. Schön von Slacks. Kriegt man noch einen zweiten. Nas ist bekannt. Der darf die alle mitnehmen. Es kann nicht wahr sein. Dafür aber Sinn wieder mit ein gegen Tomate. Tomate hat man rausgenommen in der Mitte. Alles cool. Aber Rack fällt dann auch noch durch Zock. Noch eine Granate hinterher. Aber die geht in die falsche Ecke. Ach Mann. Schade. Swisher und Sinn im 2 gegen 3. Knockt sie mit der AWP hier vor der Smoke. Swisher will es probieren. Der kann es vielleicht machen, wenn er es richtig macht. Aber es ist schwer. Die AWP ist halt gut. Der ist echt gut, der Junge. Darf man ihm nicht vernachlässigen. Darf man nicht abstreiten. Wie löst man das jetzt hier? Boosten und dann dem Kopfschuss geben? Oha. Oha, er trifft genau Sinn, Alter. Oh, guckt euch den Typen an, Alter. Stark. Scheiße. Tut schon ein bisschen weh, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wenn man jetzt so einfach dann dagegen verliert, leider. Aber ist egal. Daumen drücken weiterhin. Weiterhin Daumen drücken. Wir sind auf der TT-Seite. Einfach hoffen, dass wir direkt die ersten beiden Runden holen. Wirklich dran belieben. Glauben. So ist es, Best Mom. So ist es. So muss es sein. Wenn nicht, musst du ins Zimmer kommen und eine Nackenschelle verteilen. Das muss einfach sein, damit Sinn wach wird. Egal. Dann braucht er eine.
Batz! Das kann so nicht sein. Ich brülle mir die Seele aus dem Leib hier. Also, let's go. Salvation. Sehr gut. Das ist die richtige Einstellung. Die richtige Einstellung. Aber wir wollen es gar nicht erst dazu hinkommen lassen, dass wir hier 0-1 hinten liegen. Sondern wir holen jetzt die erste Map einfach. So sieht's aus. Schöner Handschuss gegen Lukov. Schöne Granate hinterher. Lukov fast raus. Gibt's nochmal eine Granate? Haben wir noch eine dritte? Wow. Gott, Sinn, Junge. Jetzt hör auf zu tänzeln hier. Einfach Gas geben. Boah, man rotiert weg hier mit Lake. Jetzt gibt's die Mollo. Aufpassen. Full Fokus. Swisher. Irgendeine Smoke muss kommen. Boah, das war ganz schön gefährlich, was die gemacht haben, die Jungs. Der gesamte Stack von Bestia jetzt auf dem B-Spot. Schöne Mollo vom Timing, die kommt gut. Es kommt aber die Konterattacke. Sinn ist ready, macht einen noch. Sinn mit dem Schaden. Oh, Swisher ist instant gestorben. 4 gegen 4. Granate. Gegen Tomate, leider nicht da. Und man ist schon auf dem Spot drauf. Wir haben ein bisschen Pech gehabt gerade. Haben sie sich gut gemacht hier bei Bestia. Der Plant geht durch. Wo bleiben die anderen Jungs? Oh, guckt euch an, Tomate oben rechts schon, alle sind schon auf hohe Position. Eklig gerade, was die gerade mit uns machen. Full believen. Geiler Retake jetzt spielen einfach. Ich will jetzt geile Shots sehen. Einfach reinhasseln. Noch eine Granate, noch eine Smoke hat man. Die sind gut aufgestellt, die Jungs. Ich hoffe, man guckt da oben hin. Weil es super gefährlich ist, weil es super bitter ist. Eieieiei, Lake, Mann. Lake ist einfach eine Maschine. Wir wollen mehr sehen. Lake mit dem dritten. Jetzt muss Noxe irgendwie rausgenommen werden. Eieieiei, Noxe. Warte, was ist mit dir, Noxe? Noxe, was ist los, Bruder? Junge, da hast du komplett gepennt, Alter. Geil. Genau, Tomate ist direkt Tomasin. Damit werde ich Bescheid weiß, warum ich Tomate sage. Tomasin ist für mich Tomate. Weil man hat Hass entwickelt gestern. Ja, Hass entwickelt. Tja. Vielleicht hat er auch gehofft, dass er irgendwas da aus der Smoke sehen kann. Aber nö. Chakalaka. Bing bong. M80 hat einen geilen Retake bekommen. Und das im 4 gegen 4 im Vorteil für Bestia. Muss ich ganz klar sagen. Ich fand, die waren im Vorteil im Spot. Und das war gut gemacht einfach. Und Lake war einfach eine Maschine. Lake ist hier wirklich gerade der Banger. Aber guckt euch an, alle haben gute Frags. Auch Sinn, der krank ist. 17 Buden overall. Wieder geht's Richtung B. Wieder will man was machen. Swisher mit einem. Swisher mit zwei. Wichtig gemacht. Noch eine Granate hinterher. Noch eine Smoke. Erstmal kein Durchkommen. Lukov pusht durch. Lukov pusht durch. Den nimmt er mit. Und dann ist es Sinn mit keinem zweiten Schade. Tomasin. Aber der kommt nicht rüber. Lake ist schon da. Schon wieder. Lake einfach. Lake ist der MVP einfach auf diesem Server. Obwohl Tomate mehr hat. Aber Lake einfach die geileren Fracks. Wirklich jetzt. 3 gegen 1. Kommt schon, Jungs. Holt das Ding bitte ganz sauber. Spielt raus, wo er ist. Slacks, du siehst ihn jetzt. Slacks, du findest ihn. Slacks pieken und einmal fliegt und siegt. So wie bei Sailor Moon jetzt aber. Bumm! Ins Gesicht, nicht von ihm zockt. Aber er ist low. Gute Mollo jetzt durchdiffusen. Aber der hat natürlich gut gelegt. Haben wir noch was? Abdecken. Der wird durchdiffused. Schön gemacht. Sauber, M80. Wieder Matchpoint für uns. Und jetzt einfach 3 holen insgesamt. 3 Stück. Auf der CT-Seite. Kommt schon. Leute. So gut von Swisher hier gerade. Wirklich. So sieht's aus. So jetzt aber. Und wieder probieren sie es hier. Wieder weit vorne. Die Banane ist natürlich ein Punkt, der ist wichtig einzunehmen. Wir haben aber schnell Swisher verloren, aber Ness wurde auch noch mitten in den Tod gerissen. Wir brauchen irgendwie Support. Was ist mit Sinn? Was macht der jetzt? Hat der noch irgendwas? Da gab's keine Smoke mehr. Er hat nur eine Mollo. Wir brauchen jetzt einen aggressiven Play irgendwo woanders. Und ich glaube, die werden wieder den Baseball angreifen. Es wird super gefährlich. Da kommt die Smoke. Boah. Wir brauchen Rotation. Die Mollo... Wirft er jetzt gegen die Bande, glaube ich.
um dann hier vorne eventuell sie hinzulegen, damit die nicht raufkommen können. Das wäre gut von Sinn. Komm schon. So, jetzt die Mollo. Wenn jetzt nochmal eine Smoke kommt, da kommen sie, da kommt die Mollo. Jetzt kommt die Mollo zurück gegen die Bande. Da kommt erstmal nichts durch. Da kannst du erstmal nicht auf den Spot raufkommen. Sinn muss wegkommen. 4 gegen 4. Es geht rein. Oh, jetzt einfach mal eine Granate jetzt hier. Der Frag von Slacks. Oh nein! Slacks, Alter, den hättest du haben müssen. Das wäre so gut gewesen. Das wäre es fast gewesen. Jetzt Retake-Versuch. Nochmal so ein Ding. Lake lebt noch. Aber Rack auch. Und Slacks und Sinn sowieso. Full Focus. Jetzt der Mega-Retake. Das könnte es dann sein. Das könnte dann das Ende sein. Und das 1:0 für M80. Hier in diesem Duell. Bestia gegen die Jungs aus Amerika mit und dem deutschen Support. Zock schießt daneben. Malukov mit dem Frag gegen Rack. Nochmal eine Flash rein. Man geht rauf. Man braucht jetzt Frags hier unbedingt. Schön von Lake wieder Sinn. Nox mit dem Ding. Man muss durchdiffusen. Einfach versuchen. Aber Nox verhindert es. Das war's. Overtime Nummer 3. Fuck. Das Problem ist jetzt, ich sehe ein kleines Problem. Ich hoffe, es gibt jetzt den vollen Support für Sinn. Umso länger die Map dauert, weil Sinn braucht mal frische Luft. Sinn muss mal eine technische Pause callen einfach. Er soll mal frische Luft schnappen ein bisschen. Der muss jetzt ganz durchziehen, obwohl er krank ist. Das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Eine kleine Break wäre ganz geil eigentlich mal. Aber sieht noch entspannt aus. Sieht noch lässig aus. Alles gut. Komm schon. Einfach jetzt wirklich eine Seite, drei Runden. Wer zuerst drei Runden auf einer Seite holt, hat gewonnen, glaube ich. Ich glaube, das ist der Sieg dann. Seo macht heute Überstunden. Seo FPS ist eine Maschine. Der regelt. Kein Problem. Ja, der kennt ja seine Rechner. Der macht einfach kurz die Festplatte rausziehen und wieder neu reinschieben. Fertig. Gewechselt. Let's go. Dass du geschädigt bist, das wissen wir alle. Machen wir uns alle keine Sorgen. Oh, es ist bitte jetzt entscheidend. Jetzt guckt euch an, was Bestia macht. Das machen sie wirklich gut. Muss man wirklich sagen. Ja, also, die ganze Zeit spielen sie den A-Spot, B-Spot an und jetzt hat sich MA die davon reinlegen lassen. Jetzt geht es anscheinend hier wieder Richtung A und da muss man performen. Rack plus Lake. Beide vom A-Spot müssen performen. Rack einen. Was ist mit Lake? Lake lebt noch. Ist noch unbekannt. Man hat nur einen im Pit gesehen. Jetzt wird gesucht. Der wird gesucht. Ness geht rein. Niemand weiß, dass Lake auch noch da ist. Es ist so gut jetzt gerade. Lake wartet ab. Er wurde nicht gesehen. Oh, jetzt wurde er gesehen. Jetzt wurde er gesehen leider, glaube ich, oder? Man dachte, er wird gesehen. Aber er macht den Frag jetzt gegen Ness. Hinten hat er noch einen Kopf gesehen. Der Spray geht rein. Er macht den Frag nicht. 3 gegen 3. Ist machbar. Nockt sie einfach eklig. Schön von Swisher. Kommt schon. Hol dir die AWP. Geh rüber. Oh, der macht den Frag noch vorher. Swisher am 1 gegen 1. Kommt schon. Eine Granate. Irgendwas. Der hat nichts. Der hat 5 AP. Fuck, Mann. Die Zeit ist vorbei. Es ist so bitter. Gut gespielt hier gerade. Und Bestia holt die Runde. Kann nicht wahr sein. Mann. So muss es sein, Random McNeil. Das ist ja genau das, was ich bezwecke. Du musst selber mit dabei sein, dass man dich mitreißt hier aus dem Cast. So wie es die englischen Caster machen. Das ist halt mein Plumper-Style einfach. Ganz abnormal. Reinhypen. Dumm hypen. Auch wenn es eigentlich schlecht aussieht, trotzdem weiter hypen. Die Jungs brauchen, wir brauchen alles. Jedes kleine Grashalm muss genutzt werden. Also, M80, jetzt 2 Runden am Stück. Komm schon. Full Hold, aufpassen, gib mal In-Eye, nein, sind fällt. Swisher 1, Swisher 2. Swisher, wir wollen mehr.
Zwischer mit der 3. Sinn hat immer noch den Support. Zwischer mit dem 4K. Nein, Lake ist es mit den 2. Und das war doch einfach für unseren Swisherman. Ist das sweet. Das war einfach richtig gut. Und man hat die Jungs bestraft drüben. Irgendwann klappt das hier nicht mehr mit euren plumpen Ghosts. Lecker. Ist das eine Timeout oder ist das ein technisches Problem? Sehen wir jetzt sehr FPS im Stream. Sehen wir ihn auf der Kamera, dass er kurz an den PC muss. Wie bei der ESL-Meisterschaft, so im Hintergrund. Der Typ, der schnell die PCs wieder ändern muss, aber die kacken halt nicht ab, die PCs. Sind halt krass. Also, aber eine Sache muss ich ganz ehrlich sagen, also, dass du da ein bisschen was hinbekommst, so dass auf dem Tisch, ja, irgendeine Konstruktion ist, obendrauf, dass es ein besseres Kabelmanagement gibt, das sieht ja scheiße aus. Also, da muss ich jetzt wirklich sagen, also da muss ich wirklich meckern als Elektriker, ja. Also, Kabelmanagement, so, da könnte man noch irgendwas Schönes bauen, dass du da einfach direkt anschließen kannst, ja. Läuft. Alles gut. Da kommt der Daumen. Nein, nicht alles gut, Mann. Mach kurz Strom aus dem Zimmer. Einmal die Sicherung. Bup. Mittendrin jetzt, kurz vor dem Sicherung aus. Bup. Aus Versehen rangekommen. Aus Versehen, ups. Upsi. Wie konnte das passieren? Also, voll Daumen drücken für MA. Die letzte Runde jetzt hier in dieser ersten Halbzeit, der dritten OT. Und Luke auch mit dem ersten. Sinn aber mit dem Reflex. Sehr wichtig, dass Sinn jetzt performt hier. Aufpassen. Oh mein Gott, der überlebt das Ding. Slex ist da. Und der rächt ihn. Du schießt meinen Sinn an. Nicht mit mir, Mäuschen. Ab ins Grab mit dir. Nein, nein, nein. So gut. So wichtig. Und Sinn ist da. Sinn, Sinn, Sinn. Ja! Es ist einfach ein Sinn. Mit der 1. Denk dran. Er hebt immer den linken Finger. Bam. Oder der rechte Finger, wie auch immer. Sinn ist auch wieder ready. Slacks braucht super Support. Der zieht sich zurück. Wir hören die Steps. Haben wir nochmal ein bisschen gleich Banks jetzt hier von Sinn. Oh, das Timing. Ah, schade. Der kann durchblenden wahrscheinlich. Egal. 4 gegen 2. Jetzt die Runde bitte holen, Jungs. Dann ist es schon mal wieder eine gute Sache. Ja. Habt ihr halt nicht investiert für den Elektriker, der euch ein bisschen was Besseres baut da. Selber schuld, Jensi Mensi. Haha. Thomasin lebt noch. Thomasin, bitte kein Impact. Oh, schade, aber Thomasin ist bekannt. Der macht 2, aber nicht alle. Jetzt ist es Ness und der holt die Runde. Es kann nicht wahr sein. Leck mir doch am Arsch. Mann. Ist das bitter. Er kann es doch nachrüsten lassen, mal ganz kurz hier. Also wenn ich sowas noch, also ich kann ja sowas, theoretisch, aber ich glaube, ich kenne die ganzen neuen Normen gar nicht. Aber eine neue Sicherung reinballern geht auf jeden Fall, die bloß dann auch nochmal an den Verteiler anschließen mit der Kammschiene und so. Unter Spannung und sowas alles. Ja, das ist ein bisschen interessanter, glaube ich. Weil ihr habt bestimmt noch, also wenn ihr jetzt erzählt, sie fliegen immer raus, dann bin ich ja fast der Meinung, sind das Kippsicherung oder Schmelzsicherung, Jensi? Wir müssen uns jetzt mal kurz entspannen, ja, meine lieben Freunde, weil das war gerade eigentlich eine sichere Runde für M80. Kurz durchatmen. Kipp, okay. Na, wahrscheinlich aber auch B16. Ja, ihr müsst halt irgendwie anders, ihr müsst anders das Netz aufteilen. Na, ich kann ja mal dir ein Audio schicken als Tipp vielleicht. Was könnt ihr noch ein bisschen was machen, dass ihr die Last aufteilt auf verschiedene Sicherungen, die ihr noch habt. Dann könnt ihr wenigstens dagegen arbeiten. Ey, guck dir zur Hölle das an, was die hier machen. Alter. Ey, ich muss Daumen drücken, Mann. Rack muss rumkommen und jetzt auch. Ja, genau sowas. Mit Gewalt, jetzt zock in den Nacken. Schade. Ja, so, ich bin bei Ares komplett. Einmal Klimagerät anmachen.
Denen ist warm. Die haben gebrüllt gerade. Ich hab's auch gehört. Ah, boah, ist so heiß hier drin. Mach mal Klimaanlage an. Ja, ist doch einfach gemacht. Längere Leitung. Zack, zack, rin. Fertig. Schön von Swisher. Noch ein Ding. Augenring jetzt hier. M80. Holt die erste Runde bitte direkt. Also wenn wir nicht an die Dings gehen wollen würden, an die Verteiler, könnte ich einfach aufputzen. Ein bisschen Kabellage verlegen. Das wäre kein Problem. Aus einem anderen Zimmer. Und dann machen wir da einfach ganz simpel, sage ich euch einfach, dürft ihr nicht mehr die Steckdose abmachen. Aber könnte man könnte flexible Leitung verlegen. Sogar auf ganz entspannt und dann einfach verlängern. Zwar nicht ganz so sauber, aber ist auch machbar. Dürfte man halt bloß... Da gibt es eine Möglichkeit. Ness! Schießt daneben! Trotzdem holt er sich Swisher, aber Rack ist es mit dem Frack. 3 gegen 2. Jetzt die Smoke, bitte. Die Granate ist gut. Da kommt die Smoke. Nicht mit dem, Junge. Zock rennt einfach durch. Stacks, passt auf. Die Info ist da. Jetzt in 2 gegen 1. Und wir machen die Runde. Slacks holt das Ding. Sauber. Ach, alles entspannt. Ich brauche das auch gerade. Ich brauche auch. Ich will auch mal so sein wie alle anderen Caster. Darf ich das nicht so sein wie alle anderen? Ich will auch so sein wie alle anderen Caster hier in Deutschland. Darf ich nicht auch mal über andere komische Themen reden? Was soll das? Ich will das auch dürfen. Schön von Slacks. Sauber. Du bist was so... Leck mir am Arsch, Alter. Also, schöne Runde. Die erste von 2, die wir holen müssen. Eine müssen wir noch holen. Dann haben wir die Overtime sicher. Switcher, Junge. Slacks kassiert. Oh, was ist das denn? Es hört nicht auf zu brennen. Alter, Swisher hat viel Schaden bekommen. Hab ein bisschen Angst vor. Und Noxe hat gute Reflexe. Schöne Mollo, die ist gut, die ist wichtig. Damit geht hier nichts mehr von der AWP. Banane wird angespielt. Dritter Mann kommt von den CTs. Jetzt macht man hier einen kleinen Boost. Sinn ist ready. Aufpassen. Man pusht weiter vor. Schön von Lake. Jetzt die Double Frag. Am besten noch ziehen. Aufpassen. Ne, es ist blind. Aber dann wird der gepusht. Man überrennt ihn auch noch. Super wichtig. Man ist auf dem Spot drauf. M80 holt wieder den Matchpoint raus. Safe. Dieses Mal bin ich davon überzeugt. Overtime ist sicher. Matchpoint auch schon wieder geholt. Das erste Team, was 3 Runden gewinnt, auf irgendeiner Seite gewinnt. Und das sollte es doch sein. Kommt schon. Die nächste Runde holt man sich auch noch. Leute. Full Fokus. Wir brauchen auch langsam mal wieder eine Werbepause, weil sonst habe ich hier die ganze Zeit Werbung drin. So ein 3-Minuten-Block, der kommt bald. Haben wir noch 16 Minuten. Ich hoffe, das ist jetzt die letzte Overtime. Also, die letzte Overtime ist es, oder? Seid ihr bei mir? Das ist die letzte Overtime. Das heißt dann logischerweise nur, dass M80 gewinnen kann jetzt. Also, wo sind die gejinxten Leute? Die dürfen auch ein bisschen supporten. Max, wo bist du? Zeig dich im Chat. Supporte M80. Sei ein Unterstützer, sei ein Supporter. Um das Logo zu sperren, muss man nur followen. Man muss kein Sub sein. Spoiler, Masio. Vampmatic 241, danke für dein Follow. Grüße gehen raus. Schön, dass du hier dabei bist. Schöner Abschlag, schön gemacht. Weiter geht's jetzt hier. Full Fokus jetzt hier. Full Fokus, meine lieben Freunde. Jetzt hier reinhasseln. M80 Poster. Alles rein und geben in den Chat. Die Runde holen. Dann kann es sein. 22-20 gewinnen. Kommt schon, Leute. Ich will das Glas auf X trinken einfach jetzt. Ich will richtig mit guter Stimmung in die Map, zweite Map gehen. Let's go, Boys. M80. Sinn, Lake, Slack, Swisher, Rack. Ihr macht so guten, guten Job. Ganz ehrlich. Sehr wichtig, Swisher und Lake. Openers da. Da ist noch Ness. Schwierigkeiten bei Bestia. Die Smoke kommt. Die Konter-Smoke kommt. Man geht rein. Kein Frack auf beiden Seiten. Oh, aufpassen. Schön gemacht von Lake. Kurzer Bait. Auch nochmal eine Trap gesetzt von Rack. Der wartet in der Mitte. Jetzt nicht verschieben. Abwarten. Bleibt am B-Spot. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Eine gute Trap jetzt hier von Zock. Eklig. Nochmal eine Smoke, damit kann Zock nichts machen. Nox, der kommt davor. Jetzt geht man durch die Smoke durch, oder was? Oh, das ist gut gemacht sogar. Das ist eine gute Bait. Im Endeffekt, Slacks zielt schon ab die Kante. Jetzt wird er rotiert und die Steps hört auf jeden Fall der gute Rack. Und damit ist er nur noch alleine der gute Junge hier am A-Spot. Die AWP halt.
Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe ein bisschen Angst. Jetzt der Execute hier von der Melody. Es geht Richtung B. Der Fake ist da. Es gibt Lake, der hier Gas gibt. Es ist noch Noxa auf dem A-Spot. Mal gucken, was Lake machen kann. Der Rest der Train ist unterwegs. Lake mit dem Frag. Nein, sitzt nicht. Jetzt muss man Noxa unbedingt rausnehmen. Der darf hier keinen mitnehmen. Wichtig. 2 gegen 2 jetzt hier. Schnell durchblenden. Wo geht man rein? Jetzt wird's gefährlich. Es ist alles offen. Alles open. Wir brauchen jetzt fette Banks. Sinn muss jetzt so richtig performen. Komm schon. Gib uns einen Zweier-Shot. Gönn uns Ness als Geschenk. Gönn uns Zock noch. Und dann geht's rein. Hat man noch Granaten? Man hat gar nichts mehr. Man muss trocken auf die Smoke warten, bis sie weg ist. Sie ist jetzt weg. Jetzt muss Sinn pieken. Oh mein Gott, Rack hat Angst. Der Rack hat Probleme. Schön von Rack den ersten gemacht. Und Rack macht es mit Sinn zusammen. Ja, Mann. Da holt man doch die Map. Numero uno. Puta hat er gesagt. Er hat doch Puta gerade gesagt. Ja, Mann. Alle, die auf diese Typen da gewettet haben. Ich sag so, wie es ist. Ihr habt versagt. Ha. Stark. Inferno holt man sich. Wer nimmt auch Inferno? Wer nimmt auch Inferno gegen M80? Selber schuld diese. Sauber. Ganz, ganz wichtig. Ganz stark, meine lieben Freunde. So sieht's aus. Alles Versager, die Inferno picken gegen M80. So ist es. So ist es einfach. Und sei ruhig wegen meinem Greenscreen jetzt einfach. Boah, durchatmen. Bildschirm ist voll gespuckt vom lauter Brüllen. Jetzt hier um 22 Uhr und jetzt genießen wir gleich den Map-Pick von M80. Ne? Was haben wir hier schönes? M80 hat Ancient. Da werden wir jetzt rasieren, oder? Seid ihr alle noch dabei? Sehen wir uns in 12, 15 Minuten wieder. Und dann hypen wir hier nochmal Ancient rein und M80 gewinnt 2-0 am Ende. Und ist dann morgen dran gegen 3D Max. Und die werden dann auch noch genascht, oder? Würde ich sagen. Also bis gleich, bleibt dran. Ich sag nochmal, Prüsterchen. Meine lieben Freunde, die noch hier am Start sind, seid ihr ready? Würde jetzt jemand sagen. Are you ready? Ja? Wisst ihr Bescheid? Also wenn ich jetzt hier gerade gucke, die englischen Caster sind wie eine Fahne im Wind, ja? Vorhin hat man noch darüber gelächelt, so M80 hat keine Chance, bla bla bla. Weiß ich nicht, so hat sich angehört. Was soll ich dazu sagen? Und jetzt auf einmal, ja, also, wenn sie ihren eigenen Map-Pick nicht holen, ja, dann weiß ich auch nicht, dann ist schwierig, weil M80 ist viel Experience, also sind viel erfahrener und auf der internationalen Ebene. Babi, würde ich jetzt, höre ich auch raus, versteht da. Die sollen Struns, Flasche leer, hier, mal kurz den Mund halten. Ja? Also, ich hoffe, es geht gleich los, dass wir hier voll reingehen in diese wundervolle zweite Map. Und die bitte ganz entspannt closen, okay, bitte. Ja, ich will schlafen, meine Stimmbänder müssen sich ausruhen für 12 Uhr. Erstmal will ich morgens zum Sport, wenn es jetzt hier noch bis 1 Uhr geht, was passieren könnte nach der ersten Map, dann habe ich keinen Bock zum Sport zu gehen. Aber ich muss ja, ein bisschen pumpen und um 12 Uhr gibt es dann Big gegen die Jungs von OG. Wird ein geiles Spiel. Eigentlich schade, dass Kito nicht mehr bei OG ist, das wäre auch ein geiles Duell. Aber da kann man nicht so gegen OG schießen. Obwohl ich Fico echt mag. Boah, das wird echt morgen. Das wird ein ekliges Spiel. Die Big Jungs, Rigon muss so richtig kaputt schießen alles. JDC, Tapsen sowieso. Tapsen einfach MVP gerade gewesen. Also ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht. Die waren alle geil, die Jungs. Die waren alle geil. Der Einzige, der gerade noch, der glaube ich gerade so einem kleinen, sich gerade aus dem Loch rausklettert gefühlt bei Krimbi. Ja, aber der wird morgen performen. Ich sag's, Krimbi wird morgen Gas geben. So, jetzt hört auf zu quatschen. Lass mal das Spiel anfangen jetzt hier. Die quatschen immer noch. Angeblich 18, also XX18 wird gecallt. Gehen wir los. Aber der Stream geht im 18 los. Oh, es geht los. Oh, so ein bisschen meckern. Immer wieder ein bisschen meckern, dann geht's klar. Also, ich hoffe, ihr seid ready. Es geht los. Meine lieben Freunde hier draußen an den Endgeräten. Ich hoffe, es ist die letzte Map des heutigen Abends. Hier aus der Thunder Peak World Championship. Aus der letzten Gruppe. Aus der Decider Map. Danach geht es in die Playoffs. Für M80 gegen 3D Max oder Bestia. Natürlich hoffen wir jetzt einfach für M80. Weil sie führen 1-0. Auf dem wundervollen Ancient Peak. Ihr eigenen Map. Sie starten natürlich auf der T-Side und geben erstmal Gas. Aber zockt mit der Double Beretta. Macht zu viele Frags schon. Slacks mit dem Refrag. Endlich. Wir brauchen jetzt nochmal irgendwo einen Refrag auf der anderen Seite.
Oh, guter Anschuss gegen Lukov. Slacks ist ready für die Double Beretta. Oh, aber er drückt nicht ab. Wichtig von Lake. Und jetzt ist es 2 gegen 3. Jetzt die Rotation in die Mitte. Da hat man jemanden gesehen. Oh, 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 ich habe Angst. Sinn rennt einfach rein. Aufpassen, die Smoke Close steht einer. Oh, mein Gott. Lake macht doch mal einen. Die Bombe aufgehoben. Oh, schade. Das Timing gerade leicht gegen ihn. Und die Pistol geht an Bestia. Boah, freuen die sich. Guck mal, freuen die sich über der Pistol Round, oder? Boah. Ja, der Druck, der ist da, mein Lieben. Der Druck ist da. Gestern, ich sag, gestern haben sie 13-1 uns zerstört auf Anubis. Und auf einmal, was los? Bestia. Also auf Map 1 war es am Ende dann doch nur ein Kaffeesatz. Also, kein Plan, trotzdem wird reingeforst Lake hier mit der Galil. 4 Tech 9s bei M80. Damit kann man auf jeden Fall bestimmt Gas geben. Die sind so heftig, die Tech 9s in CS2. Immer wieder gesagt, Tech 9s, MP9s, 5-7s sind so für mich die krassesten, gefühlt, glaube ich, jetzt underratedsten Waffen, vielleicht vorher. Die waren vorher schon stark, aber in CS2 sind sie gefühlt noch krasser geworden. Die Glock hat gefühlt, glaube ich, die beste Performance mittlerweile abgelegt. Ich sag nur ein paar Spiele hier, wo die Glock auf einmal 2 Spieler rausnimmt. Oder nicht rausnehmen kann, aber es ist verrückt. Also. Full Fokus, 1 Minute auf der Uhr. Es geht in die Mitte, Noxe von Entfernung. Und Lake mit der Galol. Den ersten hat man genommen. Smoke geht rein. Da kann man erstmal nicht weg rotieren. Der wird weiter reingeflasht, aber auch gekontert. Die CTs sind ready. Oh, Swisher fällt direkt instant. Okay, passiert. Man geht über den Donut. Ness kann nichts machen mit seiner MP9. Ist zu schwach anscheinend. Da muss man auch mit umgehen können. Oh, oh, und Tomate kann es einfach. Der Junge ist einfach wirklich zu krass. Slacks im 1 gegen 2. Tomate rausnehmen wäre wichtig. Oh, der schießt da schon an so ein bisschen. Hat selber jetzt eine MP9 genommen. Aber Tomate, ich habe keine Ahnung. Der Typ ist krass. Also, ich sag's euch, wie es ist. Ich glaube, Tomasin, den werden wir nicht lange bei diesem Team sehen. Der hat ja hier so eine Donk-Vibes hier gerade so ein bisschen, so wie der performt. Eine wirklich krasse Performung. Der hat ja auch gegen Big super performt gehabt. Der Typ ist krass. Eklig krass. Ich hoffe, es liegt einfach nur an dem Rechner, den er jetzt hier gerade von Zio bekommen hat. Okay. Force Buy abgewehrt für Bestia. 2 Leute haben überlebt, trotzdem war es teuer. Die Jungs ohne Plant. Wir sehen eine P250, sehe ich eine und einen Tech 9. So eine zweite noch. Sowas kann man holen. Was ich jetzt feiern würde, wenn wir jetzt hier so einen OG-Style hätten von M80. OG war ja sehr, sehr stark auf der Map hier. XL Pet, sei gegrüßt. Moin, Albi, die Legende. Ja, Grüße gehen zurück raus. Ich habe jetzt gerade auf YouTube, gerade auch liefer, habe ich den Big Caster laufen lassen. Gucken sich viele Leute an. Auch wieder geile Kommentare bekommen. Danke dafür. Wer auch vielleicht irgendjemand von YouTube hier rübergekommen ist, Grüße gehen raus. M80 Cast ist auf jeden Fall genauso gut. Oder nicht ganz, aber da fühle ich die Jungs auf jeden Fall auch zu 100%. Durch Sinn und Slacks. Und dadurch gefallen einem ja auch diese anderen Spieler. Einen hat man ja leider verloren. Das Top-Talent von M80 hat man ja dann bei G2 gekrallt. Und jetzt bin ich gespannt. Sinn ist eigentlich hier auf Ancient immer seiner Home-Map so gefühlt. Gucken, wie man das jetzt hier ausspielt. 3 Leute auf der CT. Auf CT-Seite. Slacks mit der AWP hat Bock. Slacks den zweiten. Junge, ist der heiß auf dieser Map einfach. Oh, jetzt aber den Ansatz. Zock mit 2 Refracts, aber egal. Ab in den Plant. Wo bleibt denn jetzt hier der gute Swisher, Mann? Jetzt fällt dir noch... Ey, kommt schon, Jungs. Macht keine Dummheiten. Reinplanten, wichtig. Man kommt schon langsam über den Cave eventuell. Ich hoffe es so sehr, Wöschem. Ich hoffe es so sehr. Ich bin bei dir. Aber wir müssen Respekt zollen. Fico ist... Fico ist wirklich... Der ist ein super kranker Aimer. Ist wirklich sehr krass. Gute Smoke von Swisher. Der muss aber jetzt auch die Tomate rausschießen. Die Tomate hat keine Chance. Ness an der Smoke. Oh, schöne Banks nochmal. Und Lake ist es. Die erste Runde für M80. Super gut. Oh, guck mal. Da wird erstmal was gegessen. Bei Slacks. Der hat sich irgendwas reingeschoben in den Mund. Was hat er gegessen? Was ist Slacks da?
Ich hoffe nur gesunde Sachen. Ich hoffe nur eine Karotte. Zucker macht jetzt träge hier. Also. Full Focus auf M80 jetzt hier. Let's go, Boys. Sechs Tierrunden, sieben Tierrunden würde ich jetzt richtig geil fühlen. Wäre jetzt was richtig Feines. Ihr seht es ja drüben, Noxe an der AWP 2M4s. Eine Deagle bei Tomati und die MP9 bei Zock. Also im Endeffekt kann man ganz klar sagen, die Waffenrunde ist eigentlich scheiße. Aber sie ist trotzdem gefährlich, weil Noxe ist einfach zu respektieren. Oha! Was hat denn jetzt Sinn kassiert? Woher hat Sinn jetzt den Schaden bekommen? Gab es da gerade einen Unhit? Von Lukov? Hat er wirklich gerade solche Banks gegen unseren Sinn gemacht? Frech. Wirklich frech. Drückt mal für mich die Daumen. Ich hab Angst jetzt gerade, meine Lieben. Ich habe wirklich gerade ein bisschen Angst vor der Runde. Ich knabber gerade an den Fingernägeln gleich hier, so wie ein bisschen wie Krimi. Die sind gleich weg, Alter. Weil ich Angst habe. Jetzt kommt der Execute. Die Smoke fadet gerade. Lukov dodgt sie nochmal, damit sie ein bisschen besser liegt. Der ist auf dem Spot drauf. Wir brauchen jetzt einen. Wir brauchen jetzt einen Rack, der am besten jetzt hier direkt das Gesicht gibt. Lake ist es aber wieder. Wieder Lake. Immer Lake. Rack jetzt den zweiten gegen Zock. Wäre sehr wichtig. Aber es ist Ness. Lake ist wieder ready. Aber Ness mit dem 3K. Sind nochmal ein. 1 gegen 3. Oh, was? Warum geht nicht rein? Der war doch drauf, das Fadenkreuz. Boah, 15 Sekunden, 14 Schuss, 12 HP. Wenn das Sinn jetzt hier holt. Oh mein Gott, Junge. Sinn, jetzt einmal noch ein Tap in Ness sein Gesicht. Ah, schade, Mann. Trotzdem Sinn, war das close. Nur weil Lukov dich da durchgebankt hat. Trotzdem eine teure Runde für den Gegner. Locke. Locke the Boss. Übrigens, falls du noch da bist, danke für den Follow. Ach komm schon, taktische Timeout. Wir sehen's. Beim Ali kurz mal ein bisschen besprechen. Oder ich weiß gar nicht, redet da überhaupt jemand? Sag mal, haben die eigentlich keinen Coach? Das fällt mir jetzt erst auf. Was ist denn ein Coach? Ist der krank zu Hause? Wo ist denn Dev beim Ali? Wo ist denn der? Ich sehe den gar nicht. Wo ist der? Ich hoffe... Vielleicht kommt er ja auch erst zum Finale rüber oder so. Sagt, ey, wenn ihr es geschafft habt ins Finale, wenn ihr bei Level spielt, dann komme ich. Oha, jetzt hier. Keiner checkt ihn. Oh yeah, Baby. Swisher mit Detect. Nein! Komm schon, den ersten kann man holen. Jetzt noch die zweiten. Aber Zock im Gesicht. Schade. Aber war das gut gemacht? Hat er hier. Ist ja ruhig geblieben. Hat man nur so einen Alibi-Check gemacht. Und man weiß aber, niemand ist vom B-Spot. Ist ein Problem natürlich. Der Train ist ready jetzt für den A-Spot. Jetzt kommt die late Lake Smoke. Nochmal eine gute Granate gegen Rack. Der verbrennt sogar noch. Aber trotzdem sind es zwei Smokes. Es ist nur Ness alleine am Spot. Natürlich kann man durchpushen, weil die Info kommt natürlich von Tomate. Wem auch immer da jetzt noch hängt oder das Tomate durchlaufen kann. Der Snare ist tot. Aber was für eine Granate. Boah, eklig. Lake. Wieder Lake. Immer Lake. Immer Lake. Der nimmt sogar beide Hops. Hat ein Lake gerade. Oha, Lake hat Tomate rausgenommen. Alter, Lake ist einfach ohne Witz. Lake ist die größte Stütze jetzt gerade hier für die Jungs. Ja, Noxe. Nee. Du kannst jetzt nicht immer Glück haben. Es ist richtig gut gemacht von Lake. Guck mal, lässt sich viel Zeit. Er könnte nochmal wegrotiert sein. Er muss jetzt bloß den Frag ziehen gegen Zock. Noch einmal checken. Einmal checken. Hol dir Zock. Hol dir Zock, hol dir DMP. Nein! Nach verdammt! Natürlich kann das auch aus NA machen, aber wenn ich recht richtig sehe, ist der Brite. United Kingdom steht hier bei Dev, bei Rory Jackson. Der kommt aus England. Also ist eigentlich Europäer.
Aber er könnte natürlich auch seine Aufgabe von weit weg machen. Aber bei OG ist ja auch ein Lambert mit dazu gekommen. Deswegen, da ist der Coach auch mit dabei. Mal schauen. Jetzt hat man Waffen. MA, die geht in den Mittelkampf. Muss man aufpassen. Tomate in der Smoke. Geht sogar offensiv ran, oder was? Geht der jetzt wirklich durch? Wie frech musst du sein? Alter, wie frech kann man sein, bitte? Und wir sind direkt nur noch Slacks am Leben. Was ist hier gerade passiert? Ja, auf Ancient läuft gerade gar nichts. Guck mal, Tomato geht einfach, macht, was er will. Das ist so heftig. Der ist super frech, der Typ. Wirklich. Sehr ekliger Spielstil von dem jungen Mann. Thomasin muss man sich wirklich merken. Also den Namen müssen wir wirklich mal sagen. Thomasin müssen wir uns merken. Das ist wirklich eklig. Der sieht auch so frech aus schon. Schade. Erstmal ein bisschen Ruhe reinkehren lassen. Chillen. Boah, schönes Ding jetzt hier mit der Tech. Nein! In der Ecke gucken, Luca verrät sich, aber das sind die beiden CT-Spieler bekannt. Jetzt hier auf dem B-Spot. Ja, schöne Banks! Mann, aber er stirbt nicht. Warum sterben die einfach gerade nicht? Jetzt haben wir auch gerade ein bisschen Pech. Bestie auf Ancient. Das Duell hatten wir vorher auch schon, oder nicht? Ne, man hat Mirage gespielt gehabt. Man hat anscheinend Mirage gespielt gehabt beim ersten Aufeinandertreffen, oder was? Ne, oder? Anubis Mirage, ja krass. Aber da gab es kein Ancient. Ancient kann man ja fast schon sagen, das ist Sinn seiner Home-Map. Also für alle Teams, bis auf die glaube ich, der Decider, ist alles anders. Nur Anubis ist die eine Map, wo Bestia das 13-1 gehauen hat. Oh, schön von Lake. Der nimmt zwar noch Sinn raus, aber trotzdem eine gute Runde jetzt soweit. Jetzt gibt's die Flash. Viel zu früh reingepiekt. Warum denn? Noxe? Das Timing jetzt vielleicht für uns. Lake zielt ab. Ach, Mann! Boah, dieser Typ ist einfach krass. Dieser AWP ist krass. Heftig. Oh Mann. Ja, wir haben Brasil, meine lieben Freunde. Bloß das südamerikanische Team jetzt hier raushasselt. Scheiße. Es läuft jetzt auch gerade gar nichts. Danke, Swisher. Komm schon. Die ersten Dinger mal raushauen. Also drei Runden auf der T-Side wären schon sehr wichtig. Drei Runden jetzt bitte. Es sind 3 gegen 3. Was ist mit Rack? Der hat eine gute Position. Noxe, der bleibt einfach immer eisern. Der zielt die ganze Zeit ab. Der lässt sich gar nicht beirren davon. Aber er weiß auch, der hat ja seinen Rücken. Thomasin hat die ganze Zeit die Mitte abgezielt. Der wusste, keiner kann im Donut kommen. Ist das bitter. Slacks und Swisher. Oh, clean. Thomasin geht durch die Smoke. Ich sag's euch. Thomasin geht einfach durch die Smoke. Was? Swisher hat ihn gesehen. Ja, danke. Alter, ich schwör's dir. Wie viel Glück musst du haben? Du heißt einfach Thomasin. Einfach Tomate. Der hat keine Tomaten auf die Augen. Der hat einfach gefühlt den 7. Sinn teilweise. Schön von Slacks. Die haben Pierre da gerne mit. Endlich. Wichtige zweite Runde hier für MAD. Boah, ist das wichtig. Jetzt noch ein 7-5. Wäre insane. Das wäre sogar richtig gut am Ende sogar noch.
Okay, wir haben technische Pause. Ihr seht, da wurde irgendwas gecallt. Also gibt es kurz eine Break. Ein Issue ist da. Wisst ihr Bescheid. Boah, heftig. Sinn ist ja zu Hause, ist ja auch quasi ein Coach. Möglich. Boah, kurz durchatmen. Kurze Stille, kurz die Musik genießen. Okay, ich habe gerade gesehen, es sollte jetzt weitergehen. Die Musik wird auch leiser, da passt es auch. Rein geht's in Runde Nummer 10. Das Polster von Bestia gefühlt nicht vorhanden. Es waren doch teilweise auch knappe Runden dabei. Sehr teure Runden. Ihr seht, Smart nochmal dick Waffen. Aber wenn jetzt M80 diese Runde holen könnte, das wäre so wünschenswert, das wäre so gut, das wäre so wichtig, dann kann man hier auf jeden Fall die vierte auch klar machen. Es ist eine Full-Eco da drüben. Und dann mit 4 Runden auf dem Zähler, da kannst du auch nochmal durchatmen. Also drück die Daumen. Nokze schießt Sinn wieder mal an. Aber nur an der Anschuss. Er überlebt das ganze Ding. Alles gut. Vielleicht kann Slacks jetzt hier gegen Ness einen Frag ziehen. Aber im Endeffekt wird er nicht nach oben flicken. Außer er fliegt jetzt hier auszusehen noch runter, weil er auszusehen die W-Taste hängen bleibt oder sowas. Und runter droppt. Keine Ahnung. Und dann gibt's den Bang. Würde ich schon komplett auslachen. Duell von Swisher. Er hat den Fuß gesehen. Der Flick wollte da sein. In der Mitte ein Duell. In der Mitte den Frag von Lake. Sehr wichtig. Oh, Sinn und Swisher auch. Oh mein Gott, die Runde hat wehgetan. Die tut weh. Und es ist aber Lake, der fällt. Aber dann sollte doch Sinn den Frag machen. Sauberes Timing. Schöner Step hier von Rack. Wie gut gespielt. Habt ihr das gesehen? Ich feiere das gerade so heftig, wie man mit diesen Steps spielt hier. Ich beobachte das immer mehr für mich. Also, ist so eine Dimension, das ist, funktioniert so gut teilweise bei vielen Teams. Und auch hier gerade wieder gesehen, Rack mit dem Step. Dann dreht sich der Spieler hier gerade um. Ich glaube, es war Thomasin. Und dann ist es Sinn mit dem Frag. Ganz stark. Das ist 7:3. Der Save von Zock ist wichtig. Aber ich denke, man muss die Full Echo spielen hier bei Bestia. Ja, also. Und danach muss man die vierte Runde holen. Und dann ist alles offen. Die fünfte am Ende noch holen. Auf der T-Side. Das wäre wirklich... Daumen nach oben, alle 20, die wir haben, pro Mensch. Das wäre was richtig Feines. Das wäre richtig, richtig sick. Let's go. Ihr seht es drüben. Wir sehen drei USPs. Eine 5-7. Eine Hero M4.
Ihr seht aber auch, was für ein Druck bei M80 ist. Ihr seht, wie viel Respekt da ist. Man möchte auf keinen Fall jetzt diese Runde abgeben. Man möchte es auf keinen Fall und das hat man auch nicht verdient. Jetzt hier close stehen viele CTs. Aufpassen! Schön gemacht! Von der Mitte kommt Swisher, der fällt zwar. Damit hat man nochmal eine AK bekommen, wenn man hinkommen würde. Aber es ist die AK jetzt noch bei Lukov. 3 gegen 3. Boah, ist das eklig. Aber das gefällt mir, was gerade der M80 macht. Die spielen extra schön langsam Richtung A-Spot. Und damit denkt Bestia, es wird der B-Spot sein. Und dadurch hat man einen guten Vorteil. Jetzt kommt der Execute, jetzt kommen die Molos rein. Das hört man auch. Man muss aufpassen. Nach hinten gucken, knockt sie mit dem Timing. Sinn hat die Spieler gesehen. Jetzt ist er bekannt, er hat die Bombe. Sinn muss den Track ziehen unbedingt. Er braucht Support. Alter Verwalter. Zurückdrehen. Alter, was geht hier drauf? Lex gehen rein. Jetzt müssen wir irgendwie aufpassen. Ah, trotzdem zu viele Waffen drüben bei den CTs. Jetzt die Runde nicht abgeben. Auf keinen Fall darf man das machen. Oh mein Gott. Zock geht einfach durch die Smoke durch. Komm schon. Danke, Lake. Unsere sichere Bank. Hol dir den Frack. Hinter der Kiste. Nein! Das kann nicht wahr sein. Bestia kriegt eine insane Runde. Sowas darf nicht passieren. Aber es kann halt passieren. Ist das bitter. Die spielen das sehr gut, auf jeden Fall. Aber die haben halt auch, ich sag mal so, im Z-Gang die Flash so late so reinzuschmeißen, ist halt auch, haben auch gerade die Timings auf ihrer Seite. Also, der Start war einfach Timing-Luck. Danach war es gut ausgespielt. Kann man nicht anders sagen. Deswegen können wir jetzt nur hoffen, dass wir jetzt irgendwie zurückkommen und trotzdem das 8 zu 4 machen. Waffen haben wir. Wir sehen eine Galil bei Lake. Ansonsten AWP, 3 AKs. Slacks gegen Noxe. Komm schon. Slacks, bitte hol das Ding. Danke! Weil Noxe zu viel will. Ist okay. Slacks noch ein. Zock an der Smoke vorbei. Das Timing ist da. Ach Mann. Genau das ist es ja. Warum geht man durch die Smoke? Genau deswegen macht man es nicht. Lukov ist noch unbekannt, hat aber sich nicht gezeigt. Aber dann ist es Rack, der nochmal hinguckt. Und dann Lukov fällt 3 gegen 3. Wir haben immer noch eine Bombe am B-Spot. Und das ist ein gutes Timing von Sinn. Oh mein Gott, hat er sich jetzt verraten? Der wird zurück, der wird wegrotiert. Aufpassen, Sinn muss den Frag machen in der Mitte. Doch genau das ist doch fatal. Sinn, Digi, du hast die Bombe gehabt und dann fällt auch noch Slacks. Nein, jetzt verspielt man es hier gerade. Es tut weh, das ist das 9 zu 3. Unmöglich kann er hier noch planten. Außer er macht den Frag jetzt schnell noch. Ja. Natürlich nicht. Da hat man es gerade selber vergamed, weil der falsche Spieler, in dem Fall leider Sinn, drüben war. Schade. M80. Weniger Fehler, jetzt performen. Pistol holen und Co. Boah, guck mal. Das war sogar ein Flick nach unten. Das war so richtig gut. Aber das hier war fatal. Das war super bitter hier einfach. Und jetzt hätte Sinn schon abbrechen müssen. Nachdem drüben da geholt wurde, einfach über die CT-Base oder T-Base laufen. Aber was willst du machen? Was spielt der da gegenüber? Spielt er ein anderes Spiel? Sah aus wie WoW. Einfach mal nebenbei WoW anmachen. Leute, M80 braucht Unterstützung. Wir müssen believen. Jetzt bitte, gebt uns ein bisschen Momentum. Ich brauche auch Caster-Momentum. Die müssen mir ein bisschen rübersenden. Wenn ich jetzt geile Runden sehe, dann können wir das auch jetzt hier auf jeden Fall feiern, weil ihr seht es ja, wir sind gut mit dem Rücken an der Wand. 6 Runden Vorsprung. Das ist eine CT-lastige Map. Aber M80 muss natürlich jetzt hier auch genauso performen. Es wird nicht leicht, es wird schwer. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man es auch machen kann. Aber es steht und fällt natürlich alles mit der Pistol Round.
Die Pistol Round jetzt bei 3 Runden ist super wichtig. Klar, 3 Runden sagt man, ist das Minimum. Weil dann könntest du theoretisch natürlich die Pistol Round auch verlieren und danach alles holen. Aber lieber jetzt die Pistol holen, die Folgerunde direkt holen. Niemals gegen die Force Buy von Bestia jetzt verlieren, wenn man die Pistol holt. Und dann haben wir hier eine 9 zu 5. Dann hat man drüben Waffen. Wenn die reinforcen, hat man eine 9 zu 6 sogar. Und man ist wieder dran. Also Full Fokus für M80 und den richtigen Read. Aber man sieht hier schon, man geht hier über die Mitte, wie es aussieht. Über den Donut. Jetzt geht es rein Richtung A-Spot. Könnte passieren. Oder über die Mitte. Mal gucken, was Sinn macht. Schön erstmal gegen Zock und Ness. Sinn jetzt noch ein. Sinn, das Timing. Sinn ist gut. Oh, ist gutes Timing. Oh, gerade noch so weg. Jetzt hat er es gesehen. Jetzt muss er nur reinpieken. Er trifft gar keinen. What the heck? Man nimmt ihn raus und jetzt greift man einzeln rein. Ist gefährlich. Die CT ist super blind. Swisher macht den Frag zum Glück noch. Lake ist noch da. Von der Seite kommt noch einer. Lukov mit einem. 1 gegen 2. Wichtig von Lake. Und es ist wie immer. Lake. Mann. Super wichtig. Alter. Ich habe kurz Panik bekommen, weil Sinn nicht hittet. Dann der andere Kollege hittet nicht. Könnte Rack gewesen sein. Boah, krass. Sehr wichtige Pistole, von der haben wir geredet. Kein Plant, also auch keine Force Buy für Bestia. 9-5 ist sicher, danach geht's in die Waffen. Also, gucken wir mal. Interessant auch, dass Bestia nicht reinforst. Haben auch Respekt. Schöne Granate, Slex jetzt hier im Farm-Modus. Möchte mit der MP9 natürlich Geld machen ohne Ende. Die MP9 regelt plus die USP. Swisher supported. Ein Spieler im Verlust. Alles gut, entspannt. Und ich sehe gerade, Slex kaut nur ein Kaugummi, glaube ich. Aber es ist nichts zu essen. Ich dachte, er würde was kaum also essen. Aber alles gut. Sehr wichtig. Ey, ist SEO FPS noch im Chat? Wer ist eigentlich der ältere Kollege von Bestia da mit diesen grauen Haaren? Ist es der Manager oder was? Ist es der CEO von Bestia? Weil Bestia... Das kann ich mir nicht vorstellen. Der Coach ist ja der, der wahrscheinlich die ganze Zeit rumläuft. Mich mal interessieren, wer das ist. Oh, Baby. Rack. Rack mit der MP9. Einen nimmt auf jeden Fall schon mal mit in die Hölle. Mollo hinterher. Ness aber mit dem Fracking Swish. Swish auf der anderen Seite. Und man greift währenddessen, wie wir hier quatschen, den Baseball an. Slacks jetzt hier mit dem Kreuzfeuer. Slacks das Timing. Der muss reingehen. Slacksy. Oh, der macht mal gute Schaden. Sinn passt auf. Aber es ist trotzdem um 2 gegen 2. Die Bombe ist alleine. Jetzt das Mitte-Duell. Lake gegen Tomasin. Tomato darf es nicht machen. Lake, bitte sei einfach der geile Lake wie die ganze Zeit. Tomate geht rüber. Ah, nein! Oh, komm mal, Alter! Der Typ ist einfach zu krass. Ganz ehrlich, hier, dass Slacks nicht getroffen hat, das war so bitter. Slacks hatte es in der Hand, diesen 2K zu machen. So bitter für Slacks. Wirklich. Schade. Ach, Mann. Aber alles noch gut. Wir haben Geld. AWP bei Slacks. Jetzt einfach die Runde holen. Alles gut. Daumen drücken, meine lieben Freunde. Alle zusammen die Daumen drücken. Daumen drücken, auch wenn ihr nicht reinschalten könnt. Ansonsten haut das Logo raus. Ist auch wie Daumen drücken. MA, die kann das machen. Man hat hier eine 5-7 bei Sinn, einer bei Swisher. Oh, schön an der Smoke vorbeigegangen. Das ist frech. Das Timing! Und dann ist noch einer durch die Smoke durch. Lukov ist da. Oh, das hat man auf dem Schirm jetzt. Was ist mit Swisher? Aber ein guter Frack hier von Sinn. Oh, schön von Swisher. Er erwischt ihn auf dem falschen Fuß, weil er einfach mal noch die Granate in der Hand hat. Haha, stark. Und jetzt ist es aber ein 4 gegen 3. Kommt schon, M80. Man ist mittlerweile auf dem Asphalt angekommen. Das hat man auch gehört. Jetzt noch schnell eine Waffe mitnehmen. Vielleicht noch eine Waffe aufheben. Kommt schon. Alle sind jetzt hier am AB-Spot. Ihr müsst ein bisschen gamblen. Ihr habt keinen Defuse-Kit. Ihr müsst gamblen. Ihr müsst rangehen. AK reingeladen bei Swisher. Jetzt hier Full Contact zurück. Jetzt der Baum fällt durch. Jetzt wird es schwierig. Jetzt splittet man zu viel. Rack alleine. Hat einen schon gesehen im Donut. Der Bait ist gut. Der Bait ist eklig. Wir brauchen das Duell hier auf jeden Fall von Lake. Der muss das Ding machen, aber hat das falsche Timing. Ness macht den Frack. 3 gegen 3 immer noch. Einer ist im Donut bekannt. Einer ist in der Main bekannt. Swisher checkt alles aus. Swisher weiß, dass mindestens einer im Main ist. Jetzt muss man performen. Swisher muss den Frack ziehen. Irgendeiner muss Gas geben. Da kommt der Frack schon wieder rein. Mann, ey. Och, das kann nicht wahr sein. Slacks alleine. Mann, so schade für M80. Slacks rennt weg. Will nochmal wegkommen. Er versucht es, hier die AWP zu safen.
Keine Chance. Ja, ist halt einfach Pech gerade. Muss man einfach so sagen. Man hat einfach die bitteren Timings einfach gerade. Ist einfach so. Man zielt erst ab und dann ist das Timing auf einmal beim anderen Gegner. Ist noch nicht vorbei. Ist noch nicht vorbei. Das 12 zu 5, 7 Runden. Matchpoints, okay, kann passieren. Man kann es aber holen noch. Ich denke, MAD wird nicht aufgeben. Sie haben halt die Chance einfach, hier Overtime zu erreichen und dann 2-0 zu machen. Aber es ist ein harter Kampf. Definitiv. Ancient sind die gerade sehr gut unterwegs. Aber es ist auch wieder Tomato, Alter. Mit 14 Buden, Alter. Dann halt auch einfach die falschen Timings. Zock rastet auch aus. Einfach kurz. Kurz einfach genießen. Ruhe. Ruhe hier einfach das Ding zugucken. Wahrscheinlich wird es die sechste Runde, die 12. Runde, ganz klar. Kurze Entspannung. Wir können jetzt einfach ganz in Ruhe jetzt einfach zugucken. Wir werden die Daumen drücken. Ich werde die Daumen drücken. MAD. Jetzt einfach nur beobachten. Das ist einfach sehr geil spielen. In der Mitte kommt Tomato wieder durch. Lake hat von der... Genau, komm, komm! Alter, was ist das denn? Da kann man sich ja nur aufregen. Was drückt der Typ denn? Ich weiß, warum ich den Typen hasse, schon so ein bisschen. Drei gegen vier. Ja, ich dachte jetzt gerade, Zocker doch wieder das richtige Timing. Aber er hat das richtige Timing. Er kommt von hinten. Keiner guckt nach hinten. Wenn wir erst nicht schnell reinpushen, dann ist vorbei. Ich glaube, das war's. Ach, schade. Egal, Snacks. Unmöglich. Das ist es. 1-1. Wird es jetzt hier passieren? Snacks will am Zaubern, aber die Zeit reicht nicht. Schade. Mann. Verdammte Axt. Cleane Aktion hier von dem Gegner. Scheiße. Das hat man sich anders vorgestellt, glaube ich. Ihr auch, ich auch. Aber das ging nach hinten los. Ein 13-5 ist halt schon wirklich The Shepherd. Aber die hatten halt auch echt gute Moves, gute Situationen. Okay, durchatmen, vergessen. Und dann geht es jetzt hier nach diesem 1-1 einfach auf die dritte Map, auf Anubis. Und ich sage es euch aber auch, wie es ist, Anubis wird auch ganz anders laufen. 100%. Also, wir haben jetzt hier ein 13-1 gehabt auf Anubis gestern. Das darf nicht passieren, wird auch nicht passieren. Ich bin davon überzeugt, dass es nicht passieren wird. Und da wird MAD ganz anders spielen. Die werden sich auch vorbereitet haben. Die haben gelernt, wie Bestia da spielt. Also. Ja, ist bitter natürlich. Aber passiert halt. Ne? Kann man nichts machen. Jetzt ist man auch von Nubis da. Und ich denke mal, da geht was. Also, würde ich sagen, sehen wir uns in einer kleinen Break wieder. Wie immer. Ich glaube, ich ex jetzt wirklich das Ding. Ich mache einfach mal 23:15 Uhr sind wir wieder back. Ich glaube... Könnte auch früher drin sein, wieder ein, zwei Minuten. Bleibt einfach dran, beobachtet den Bildschirm. Und dann machen wir hier kurz nochmal die dritte Map klar. Und ich hoffe am Ende mit einem Lächeln für uns alle für MAD. Okay? Also bis gleich. Endlich geht's so langsam los. Wood, Pivo, Victoria Gaming, vielen, vielen lieben Dank für den Resub. Danke für deinen zweiten Monat in Folge. Wir lassen es jetzt hier krachen. Ganz entspannt die Messerrunde genießen. Und dann hoffentlich. Dann hoffentlich auf dieser Map. Auch endlich der Sieg für MAD.
Und da holt man das Ding erstmal mit dem Messer und geht direkt auf die T-Side. Jetzt haben wir keinen Sound. Produktion, Sound, Sound, Sound. Sound, please. Und dann hoffen wir mal, dass wir den auch bekommen. Ich habe Sound angemacht. Keine Ahnung. In-game Sound fehlt. Dann sollte es hier gleich wieder back sein, der Sound. Hoffe ich jedenfalls. Also ich werde versuchen, den Sound für euch zu machen. Jetzt geht's drauf gepusht. T-Side ist natürlich besser. Noxte, eklig. Tomate darf nichts machen. Ness mit zwei ist so eklig. Ach komm mal. Man rennt auf den falschen Spot. Die haben den 5-Mann-Stack auf dem A-Spot oder was? Leck mir am Arsch. Da ist der Sound auf. Wunderschön. Wie kann man denn mit 5 CTs auf dem A-Spot rumhängen? Was ist das denn gewesen? Zen hat schnell reagiert. Zen, sage ich schon. Okay, Zen-Meister. Zen-Meister sind jetzt. Ab jetzt, meine lieben Freunde. Zen hat schnell reagiert. Sound ist da. Plant ist gut. Rack muss jetzt rotieren. Muss Gas geben. Wenn jetzt Zen hier einfach mal so eine Ace macht, Alter. Boah, Junge, dieser Tomatentyp, Alter. Der geht mir so auf den Zünder. Egal, Plant war super. Plant war super. Damit geht's rein. Und wie kann man denn schon wieder so krass reindrücken? Wie kann man denn einen Fullst... Wer spielt denn ein Fullstack in der Pistol? Was ist hier los? Geh kaputt, wirklich. Klar bringt es was. T-Side, Alter. Ich raste aus, Alter. Ich muss so viel trainieren wie die Slacks, die Maschine. Also Daumen drücken jetzt hier. Für MA, die regeln das jetzt. Wir haben reingeforst. Wir haben die Galil AK Tag 9 Deagle. Und das ist der Lösungscode, um die Runde zu holen. Zum 1-1. Kennt ihr das? Tresor muss geknackt werden. Er heißt Galil AK Tag 9 Deagle. Das ist er. Das ist der Code für die Runde. 100%. Bin ich überzeugt. No, Rack einmal gucken. Ja, da bist du. Nicht gut. Keiner checkt das Ding. Schön bestraft. Na, ne, ist aber schon wieder mit einem. Die hauen schon wieder Shots raus hier. Es ist eklig. Switcher mit dem Refrag. 2 gegen 3. Bestia, wir müssen mal Bestia beobachten. Das ist so krass, wie die spielen. Wie können die so schnell immer auf dem Spot immer sein? Ich krieg zu viel. Die machen das wirklich gut. Jetzt gambeln sie. Jetzt gambeln sie hier auf den A-Spot. Ich glaube, das hat man jetzt gut analysiert von M80. Das ist sehr gut gemacht jetzt hier. Man muss nur einen besiegen, die guten Nas. Nochmal eine Molle und eine Connector, das ist gut. Jetzt ab rauf auf dem Spot, planten. Stark. Das ist auf jeden Fall der Plant. Und ist auf jeden Fall nochmal der Force in der Runde 3. Wenn der Plant durchgeht. Wenn jetzt Sinn langsam mal raufgeht. Komm, trau dich einfach. Jetzt rauf da. Rauf da einfach. Scheiß drauf. AK und Galil. Komm, vernichte mal jetzt eben ein bisschen. Oh, die brauchen so lange. Und jetzt kommen die unten vom Connector. Das kann nicht wahr sein. Jetzt sind die Timings gegen uns schon wieder. Oh, hat man unten was gesehen oder nicht? Hat man nicht? Wahnsinn, kann den Plant nicht durchziehen. Schön von Zwischer. Nummer 1 erwischt. Nummer 2 schon. Ja, mal mit Gewalt, Zwischer. Schöne Flash jetzt hier. Jetzt geht's gegen Ness. 1 gegen 2. Bitte klatscht das Zwischer zum 3K. Ja, Baby. Wie geil ist das denn bitte? Alter. Oh. Also. Wie war das nochmal? Der Lösungscode für den Tresor? Galil AK Tag 9 Deagle, oder? Habe ich nicht gecallt? Habe ich nicht gecallt? Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid. Sie konnten den Code knacken. Brauchten nicht mal ein Pass. Also das Passwort haben wir gehabt. Easy. Easy. Kein Thema hier für ML. Und das tut weh. Jetzt noch die Folgerunde gewinnen gegen Bestia. Dann hat man erstmal eine Runde mehr schon als davor. Und allgemein steht man sehr gut da. Jetzt nicht gegen die Pistols hier verlieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Also drückt die Daumen für M80. Jetzt brauchen wir uns. Jetzt brauchen wir uns und euch und mich und die Jungs. Wisst ihr Bescheid? Albi verhaspelt sich sowieso. Es ist spät. Meine Marmelade ist verflüssigt. Etc. Wir brauchen aber jetzt Runden. Wir brauchen jetzt Schellen. Von Rack. Von Slacks. Von Sinn.
linke Innenseite und Außenseite von der Flachhand. Oh, aufpassen, kommt man nochmal weg, stark. Drei Leute am A-Spot, mindestens zwei weiß man jetzt. Man geht über die Mitte. Guter Call jetzt hier von Sinn mit seinen Brüdern. Geht's rein. Trotzdem kommen auch da schon wieder die Deagles vorgelaufen. Tomate ist ready. Kein Klick jetzt hier verteilen. Jetzt ist da flippig aus. Yeah. Wo hat er den Ball? Wo hat er gerade Lake gesehen? Kann mir jemand bitte erzählen, wo jemand Lake hier gesehen hat? Wie hat der Lake gesehen? Was hat der da? Kannst du bitte mal... Marc, du musst die PC checken. Was ist das? Mich doch verarschen, Mann. Jetzt machen die hier so ein Ollenplay wieder. Bitte aufpassen. Mach die Runde klar. Aufpassen. Ab rein und in die Gesichter. Keine 5-7 Frags. Oh mein Gott. Was ist das mit Lukov und der 5-7? Das kann nicht wahr sein. Diese dreckige Pistole, Alter. Was zur Hölle? Es kann nicht... Es ist doch un... Die haben doch an, Alter. Kontrollier mal die PCs. Was ist denn da drin in den Chips? Diese dreckige Waffe, ich sag's euch, 5-7 ist so eklig. Und wie viel Glück muss man haben hier immer? Das kann nicht wahr sein. Boah, ich hoffe, die Jungs verfallen jetzt nicht in irgendwelche alten Vibes von gestern. Also, ich caste morgen um 12 Uhr Big, auf jeden Fall. Ich darf Thunderpick casten, also ballert ich da auch voll rein. Morgen um 12 Uhr haben wir wieder hier einen Termin. Wir haben ja morgen ein Date um 12 Uhr. Falls es Bestia hier schafft, wissen wir ganz klar bei Big, was dann in den Finals in Berlin, was wir auf jeden Fall schaffen, bin ich zuversichtlich, zu tun haben. Wir werden Bestia nochmal in den Boden stampfen. Ist einfach so. So geht's nicht. Keine Ahnung. Ja, nutzen die Cheats von Big PC. Das kann sein, ja. Ich weiß nicht. Ist mir auch egal, ob Big anhat dann. Aber hier, das ist mir nicht egal. Die können wir wieder ausmachen. Heftig. Der Typ, Alter. Guck mal was. Guck mal an. Guck dir Tomate an. Guck ihn dir an. Der pusht dir komplett einfach rein. Der macht, was er will. Ich hoffe, das hat man auf dem Schirm. Der, wie kann man so frech und so dreist spielen, bitte? So aggressiv. Aber jetzt überläuft man über die Mitte. Zock alleine. Zock. Macht einen, keinen zweiten. Bitte doch, macht auch noch. Tomate holt den Frag. Sinn mit dem Frag. Aufpassen. Tomate kommt. Sinn alleine. Bombe gedroppt. Sinn geht nochmal rein. Nimmt die M4. Läuft aber den Spieler. Runde ist durch. Es ist so heftig, wie die sich aufstellen. Die spielen fast perfekt immer Anti. Das war letztes Mal auch so. Deswegen hat man ja 13-1 geklatscht. Das kann doch nicht wahr sein. Als ob man sich so gut vorbereitet hat hier auf dem MA. Niemals im Leben. Dieser Spielstil hier von den Jungs hier ist einfach wild. Ist total krass. Ist zu viel für mich. Heftig. Also gerecht ist es auf jeden Fall nicht. Ganz ehrlich, gerecht ist es nicht. Klar ist man bitter da reingelaufen, aber fair ist es auf keinen Fall, dass dieser Lukov so reinballert. Schön von Slacks. Jetzt überrennt diesen Ness. Ja, Mann. Einfach mal mit Gewalt. Gefällt mir auch. Jetzt hier. Yeah, komm schon. Jetzt einfach zurückbängeln. Wie gut ist das denn? Okay, okay, okay. Bleiben wir cool. Wenn wir die Runde holen, raste ich aus. Ich schwör's dir. Wenn wir die Runde holen, ich raste aus. Und dann wird's ein bisschen eklig. Alter, diese Tomate, Mann! Schade, ich wollte wirklich ausrasten. Ich wollte die wegbeleidigen. Ich wollte die richtig hart beleidigen gerade. Weil, dass wir das hier... Weißt du was? Die machen hier mit 5-7, wir machen mit Glocks. 5 Glocks hatten wir, ne? 5 Glocks. Wir haben fast die Runde gehabt. Und dann kommt die Tomate schon wieder. Ich habe keine Ahnung, wie er das macht. Wie macht dieser Typ das? Wie kann der so klatschen? Wie geht das? Sag mir das mal ehrlich. Ja, Mann, Slacks, so geil. Aber wie geht das? Wie kann man so abliefern? Wie spielt der Typ? Wie sitzt der da? Das
war so eine geile Runde. Das wäre so wichtig gekommen. Aber trotzdem, viel Schaden. Ihr seht, kein Geld jetzt für Bestia. Trotzdem overall. Vierte Runde. Aber die Jungs müssen jetzt punkten. Die müssen jetzt T-Rounds holen. Auf jeden Fall. MA, die muss Gas geben. Sie müssen jetzt hier Full Support bekommen von uns. Wir müssen believen. Die müssen gar... Wir wissen, wie stark... Wir wissen alle, wie stark MA die ist. Die können das. Ich habe keine Ahnung, warum da nicht reingeht bei diesen Jungs, bei unseren Jungs. Bestia einfach drückt einfach super krass. Es ist einfach so. Sehr stark. Salvation, schön. Immer schön Logo-Spam jetzt ein bisschen. Wir brauchen jetzt Neonfarben im Chat. M80. Wir müssen irgendwie versuchen, ein bisschen die Jungs nach vorne zu pushen. Ich habe keine Ahnung, wie. Wir können nur hoffen, wir können nur... Vielleicht auch ein bisschen Glück brauchen wir auch noch ein bisschen. Weil der Gegner hat gerade mehr als Glück. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Die haben alles auf ihrer Seite. Tomate gegen Lake, bitte Lake. Ach, diese Flash so gut, Alter. Was haben... Guck mal, die haben die auch die perfekten Timings. Es ist einfach gottlos. Ich raste aus, krieg richtig Hass gegen dieses Team. Ach, leck mich doch, Alter. Aber so kreuzweise. Was ist denn das? Der geht auch nicht rein, wenn ich reingehen soll. Slacks hat keine Bombe leider nicht. Muss die AWP safen. Ey, es kann nicht wahr sein. Keine Chance für Slacks. Ich verstehe es nicht. Junge, dieser Typ unten. Ich schwöre, ich sag's euch. Ich bin richtig böse, Alter. Am liebsten würde ich seinen Nasenring rausreißen. Ich schwör's, Alter. Die ganze Zeit. Der triggert mich schon die ganze Zeit. Dieser Tomate. Ich schwör's euch. Ich sag's euch, wie es ist, Alter. Ich sag's einfach. Ey, ich hab richtig Hass, Alter. Ich hab wirklich Hass. Wirklich. Ich hab richtig Hass auf den, Alter. Der triggert mich schon den ganzen Abend. Gestern Abend schon. Junge, was soll der Scheiß? Ness mit 8. Thomasin mit 6. Und unsere Jungs kommen nicht rein. Sie kommen nicht ins Spiel. Und langsam kommt auch dieser Fluch in den Nacken, glaube ich. Ganz ehrlich, das Spiel von gestern, glaube ich, kommt gerade zurück. Wir haben es noch nicht geschafft, die zweite... Wenn wir die zweite Runde bekommen, ich sage es euch, wie es ist, wenn wir die zweite Runde bekommen, dann dreht sich das gesamte Spiel. Glaubt mir einfach. Dann dreht sich das gesamte Spiel. Aber es ist diese eine Runde, diese magische zweite Runde, die wir eigentlich schon hatten. Die brauchen wir. Die müssen wir irgendwie holen. Also müssen wir alle belieben jetzt. Ich sag's euch, daran liegt das. Aber die stehen auch immer perfekt. Guck mal, jetzt in der Mitte ist es komplett offen. Jetzt geht man rein in der Mitte. Lake fällt aber direkt gegen Zock. Noch so ein Ding. Swisher mit einem gegen Noxe. Trotzdem irgendwie den Plant noch durchziehen. Keine Ahnung, wo bleibt die Bombe? Sinn ist da. Oh, super gefährlich. Überall Arnhits. Alle CTs sind auch schon vor Ort. Tomati regelt. Ich habe keine Ahnung. Wieso haben die solche perfekten Antis komplett gegen uns? Es ist so, es tut weh, es tut wirklich weh. Es tut mir so leid für M80. Man kommt auch gerade nicht rein. Ich schwöre, die müssten jetzt mal eine Pause callen, ganz kurz. Einfach mal auf Technische machen. Mach mal einmal Strom aus kurz, Marc. Einmal Strom aus, damit die kurze Pause bekommen. Die brauchen kurz ein Reset. Mach mal bei M80 Strom aus. Ich glaube, das brauchen wir. Nach der Runde, wenn wir die jetzt nicht holen, einmal Stromkasten ausmachen. Und dass die einmal kurz rausgehen, frische Luft schon. Sagst du, wir brauchen 10 Minuten. 10 Minuten. Mach mal, komm schon. Gib uns mal einmal, das muss gemacht werden, Alter. Einmal so ein bisschen zurückholen. Die mal ein bisschen aus dem Loch rausholen da. Oder Stromausfall zu Hause bei Sinn. Ich glaube, das ist auch gut. Dann muss man bewegt das nicht machen. Das wäre ganz nice. Heftig. Es ist eine teamlastige Map. Bestia hat eine Winstreak vom Allerfeinsten. Es ist hässlich. Seit dieser 5-7 war das einfach der Neckbreaker gerade für MAD. Sie haben jetzt wieder Waffen. Wir sehen Slacks an der AWP. Jetzt braucht man die richtige Lösung. Und abgestürzt, oder was? Lake ist... Nee, Lake ist da. Läuft noch, oder was? Ich habe keine Ahnung. Der ist voll unzufrieden. Ich habe keine Ahnung. Swisher, komm schon. Cool bleiben.
Kann er nicht spielen gerade? Ich glaube, der kann nicht. Blake hat, glaube ich, ein Problem gerade. Technisches Problem. Oder was? Kann er sich nicht mit der Maus bewegen? Oder doch? Der ist angezeigt. Ich glaube, der hat irgendein Problem. Oder? Nee, er kann auch weiterspielen. Nee. Er kann seine Maus nicht mehr bewegen. Seht ihr das? Sieht so aus gerade. Jedenfalls, seine Optik dreht sich nicht mehr. Gar nichts mehr. Lake stirbt. Wird umgebracht. Ist das bitter? Ist das bitter, Mann! Ich hoffe, wir kriegen jetzt Karma auf unsere Seite. Wirklich, Karma, komm schon. Naja, ab in den Safe. Es kann doch nicht wahr sein, sowas. Die Runde ist halt weg, weil man konnte nicht vorher was machen. Also so war das nicht gemeint, Marc, ja? Du solltest doch nicht jetzt hier unseren Mann komplett kaputt machen. Du solltest einmal die rauszeichnen, was da gerade passiert. Ist das eine Scheiße. Ja, da, check mal ab, genau, check ab, weil wir da ein Problem haben. Ist das toll. Sind das Helden? Boah. Tut mir leid, aber... Da kann ich auch nicht mehr... einfach neutral... So neutral sind wir ja sowieso nicht, aber wie kann man denn jetzt so viel Pech haben bei Lake? Was ist denn da jetzt passiert? Ist doch einfach nur... Das ist einfach nur eklig. Was ist da abgekackt? Die Maus? War die Akku leer bei den Dings? Was hat er gemacht? Die Maus leer gegangen, hat nicht aufgeladen. Ist er selber schuld daran? Ich habe keine Ahnung. Also Leute, vielleicht ist das die Pause, die wir brauchten. Believe jetzt alle. Komm, wir müssen alle zusammen jetzt Daumen drücken. Ich schwöre. Jetzt volle Positivität. Ey, Jungs, komm schon. Swisher, gönn mal jetzt hier. Slack, Slake, Sinn, Rack. Die Runde jetzt hier holen. Zum 2 zu 5 zu 7 am Ende. Kommt schon, Jungs. Gönnt euch nochmal. Wir brauchen jetzt euch. Lasst euch nicht runterziehen von der Scheiße. Die Jungs, die Gegner sind echt krass. Die haben die Timings, die haben die Shots. Das Aiming ist da. Anubis scheint ihre Homemap zu sein. Ich habe keine Ahnung, ob das ihr Schlafzimmer ist. Ob die da komplett immer mit dem Ding träumen. Ich habe keinen Plan. Guck mal, man kommt die ganz locker einfach auf die Baseball drauf. Guckt ihr es an. Wie kann das sein, dass man einfach auf den Baseball drauf kommt? Weil sie gerade kein Timing haben, Alter. Der schlitzt die ganze Zeit, der Zock. Der guckt auf Schlitz, der Zock, Alter, ja? Und der sieht da keinen Mal, oder was? Und direkt, das war die Deckung. Ist das schlecht jetzt hier? Ja, Mann, Rack jetzt aber in die Schnauze rein. Komm schon. Sinn low. Tomati fällt zum Glück. Zock. Alter, leck mir am Arsch, das kann nicht wahr sein. Danke, Lake! Mit 2! 1, 2 gegen... Ja, Mann, Lake jetzt hier mit Gewalt. Die Maus geht wieder. Noxie ist bekannt. Die hatten die Fuse-Kit. Schön auf Clean-Basis, Lake! Alter, der weiß genau, wo der Gegner ist. Auch schön umgespielt. Ist das geil! Messerrunde, Mann, komm! Geil, Alter, Lake! Da ist die magische 2. Boah, Alter, so heftig. Ich weiß nicht, was da abgeht bei den Gegnern. Da haben wir doch die Runde. Meine Lieben, meine Süßen. Stark. Aber Lake ist wirklich super wichtig jetzt hier. Kommt schon. Befreiungskampf. Also, jetzt müssen wir gemeinsam zusammen loslegen, meine lieben Freunde. Jetzt gemeinsam reinchatten. Jetzt Vollgas. Ich muss mich auch wieder motivieren. Das hat mich auch runtergezogen. Aber egal, ich lasse mich davon nicht runterziehen. Kommt schon, Jungs. Ihr seid stark, ihr seid geil. Ihr seid richtig gutes Team. Ihr könnt weitere Punkte machen. Der Gegner ist super low. Jetzt nochmal die Runde holen zum 7 zu 3. Dann hat man dann eben nichts. Pisten sind gefährlich von denen, wissen wir alle. Dann nicht mehr hops nehmen lassen. Einfach trauen. Einfach machen. Ihr könnt das, Jungs. Ness umschießen, Sinn umgucken. Junge!
Schießt ihn doch um, Lukov. Das kann nicht wahr sein. Was ist hier los? Slacks und Rack, schöne Fracks jetzt hier. Und Noxic hat runter. Rack mit dem Double. Nicht mit uns. Nicht mit uns. Oh mein Gott, schön die Bombe aufgehoben. Schön gespielt von Slacks. Gute Mollo, die nimmt Slacks natürlich erstmal hops. Abzielen und Slacks, Mann. Fritz ist einfach eine Maschine, Mann. Fritz ist the GOAT von M80. Man weiß, wo Tomate ist. Oh, oh, oh. Schön aufpassen. Und das ist es hier. Geil. Wir sind back. Dritte Runde. Ich sag's euch, die magische 2. Weiter geht's. Jetzt haben die dreckige Pistols. Okay, ein paar Force MP9s. Was auch immer. Das war schon wieder eklig. Ich habe keine Ahnung, wo sind die geguckt, aber es läuft. Let's go weiter. Step by step die Map zurückgewinnen. Jetzt sich selbst das Momentum wiederholen. Oh, so geil. Slacks einfach geil. Geil, Mann. Und die müssen sich jetzt auch selber motivieren. Die müssen jetzt selber Positivität reinballern. So wie wir auch. Komm schon. Ich fühle das. Die können das. Die können das holen. Jungs, gibt mehr. Holt uns mehr raus. Für die Jungs und Mädels, die hier gerade zuschauen, alle. Und vielleicht auch beim englischen Cast, die MAD supporten. Und für euch selber. Belohnt euch für die Playoffs. Belohnt euch, morgen Abend spielen zu können. Um 21 Uhr oder später, je nachdem. Und dann hasseln wir hier durch. Kommt schon. Jungs. Ballert weiter rum. Ihr seht es drüben. USPs und eine 5-7. Nur eine. Nur eine. Aber die eine kann reichen. Es ist so eklig. Es ist so eklig. Man muss es leider so nennen. Man muss es beim Namen nennen. Die eine. Diese eine 5-7. Die könnte unser Tod sein. Hauptsache M80 vergambelt es nicht. Hauptsache sie haben irgendwie so ein bisschen das Money Management auf dem Schirm. Und guckt euch an. Man spielt jetzt ein Safe bei Bestia. Und sie haben trotzdem nicht so das beste Money. Okay, nächste Runde werden es hier 5K sein bei Tomati. 4,4. Beim anderen. Schöner Fokus von Zwischer. Schöne Granate. Wäre geil, wenn sich Tomate durchsetzt. Wie? Wo denn? Wo soll sich denn Tomate durchsetzen? Nein, der soll sich nicht durchsetzen. Hör mal auf. Nein, wir sind nicht für Bestia. Der soll mal schön Tomaten auf den Augen haben. Der soll hier gar nichts hinbekommen. Schön von Sinn. Also Nickname, ja. Aufpassen, da ist die 5-7. Ne, ist der USP nur. Ne, es ist close. Super low, schön überschossen. Wichtige vierte Runde ist eingeloggt. Sehr gut. Jetzt geht's nochmal gegen Waffen und jetzt die fünfte holen. Kommt schon, die fünfte ist jetzt eine goldige. Fünf Runden auf der T-Side sind schon wirklich, sind schon ein Muss. Eigentlich. Also Daumen drücken zusammen. Ja, wenn, dann würden sie wahrscheinlich hier auf englischen Cast Tomato nennen. Tomato. Könnte sein. Aber ich will ja jetzt auch nicht komplett negativ jetzt hier sozusagen, der Typ ist, er kriegt ja jetzt gerade nur den Hass ab, weil er halt so gut ist und uns unsere Jungs umschießt. Gestern hat er unsere Jungs umgeschossen, gegen Big und gegen M80, deswegen hat er Hass. Ansonsten habe ich doch nichts gegen den Mann. Ist ja alles hier locker flockig. Der ist ein krasser Spieler, ich muss es einfach lassen. Man muss es auch mal jetzt sagen, Thomasin, Junge, du bist krass. Ich gebe es ehrlich zu. Du kriegst nur deswegen Hass, ja, weil du krass bist. Es ist aber Fakt. Er ist krass. Trotzdem nehmen wir ihn Tomate. Kann nicht sein. Komm schon. Oh, offensiver Play jetzt hier am A-Spot. Oh, komm schon. Swisher, gönn dir ein Minimum 2. Oh, Swisher 1. Ich höre die Banks. Swisher 2. Und Swisher mit dem dritten hier, Mann. Ich hab's doch gecallt. Sie sind back, Alter. Jetzt mit Hass rein. Oh, Baby, wo ist Tomate? Tomate auch noch den vierten? 4K! Oh! Swisher! Mit dem 4K! Ist das die geilste Runde gerade ever hier? Warum so spät, M80? Warum so spät? Wow! Hat das gesplasht, Alter! Tomate liebt noch das Ace für Swisher. Würde ich jetzt feiern. Komm schon, Swisher, gönn es dir. Was macht denn Tomati? Tomasin, Bruder, die sind hier nicht. Da ist kein Piepen. Die hat gar keinen Sound an. Der spielt nur mit Gefühl. Unglaublich. Jetzt will er klatschen oder was? Swisher macht das Ding. Ace für Swisher. Und tschüss. Woo! Swisher mit dem Ace. Ganz, ganz starke Leistung hier, Bruder. Ganz, ganz starke Leistung hier. Hat der hier M80 gerade. Ich sag's euch, dieses Ace war so wichtig für M80 am Ende jetzt.
Das hat das Momentum vom Allerfeinsten hochgebracht. So geil, das Spiel von ihm. Wirklich. Der hat, die haben Power und das zeigt einfach unsere Qualitäten. Und ganz ehrlich, diese Qualitäten haben wir fünfmal. Der Gegner hat die Tomate nur. Ist so. Die haben nur einmal diese Qualität. Okay, und Lukov, der so ein bisschen reinlackt. Der scheiß 5-7. Was ist denn jetzt los hier mit dem Absturz? Ey, ich wollte schon sagen, ich bin's nicht. Wir haben hier keine Vibes von gestern. Der Stream läuft die ganze Zeit, sonst hätten wir einen Ladebildschirm. Meine Güte. Die Jungs müssen jetzt gewinnen, die Runde. Pistol Mount muss geholt werden. Tomasi aber schon wieder da. Lukov ist auch gefallen. Rack ist raus, Lukov ist raus. Sind schön, sind keinen zweiten. Schade. Die Kontrolle oder die Info war natürlich gut. Wir müssen aufpassen. Wir brauchen die Pistol auf Krampf. MA, die muss diese Pistol holen. Ganz wichtiges Ding. Das Schlimme ist halt, man kann es nicht einfach kopieren, die Scheiße hier. Fünfmann Aztec. Was ist das? Jetzt kommt man auf den B-Spot rauf, hinten steht Switcher, der kriegt die Molo jetzt mit, das weiß man, das wird der B-Spot. Wer hat denn, der Plant geht durch, was Sinn auch geschafft hat. Wäre aber schön, wenn wir die Runde holen. Also, kommt schon, Jungs. Gönnt euch die Pistol Round, einen Kopf hat man gesehen oben, habt ihr gesehen, Switcher hat was in Info gegeben, einer Richtung Connector. Was man sonst nicht weiß, dass einer in der Main steht und einer am Connector schon ist. Tomati in der Main, in der Connector-Aktion da. Und wir kommen jetzt alle hier. Erstmal geht's rauf, schnell rauf. Close Fight, weil wir wissen, einer ist dahinter. Zock mit dem Frag, Tomati auch von der Seite. Die Pistole sieht nicht gut aus. Wir brauchen Slacks mit einem 3K. Ah, schade. Die Pistole geht an den Gegner. Das ist ganz unglücklich in dem Moment. In dieser Situation für uns. Die Pistole war super wichtig. Bitter. Was machen wir? Oha, Jungs. Also, MA, die hat die dicksten Eier hier im Turnier bisher. In der Situation forcen sie trotzdem noch rein. Sie gehen in die 5-7s. Und das viermal plus MP9. Können wir auch einmal bitte 5-7s-Buff haben? Drückt mal die Daumen. Einmal 5-7 auch bei uns erfolgreich gegen die Waffen. Das wäre das Mindeste, oder? Dass wir auch mal einen kleinen Lichtblick haben. Was Bestia kann, können wir auch. Gönnt mal. Lake im Connector. Hat vielleicht hier gleich die Aufgabe. Smoke nochmal rein. Da kommt noch eine Smoke auf den B-Spot. Man will anscheinend auf den B-Spot kommen.
Der Split ist so aufgebaut. Vom Wasser aus, von der Main aus. 5-7 steht aber nicht close. Schön jetzt hier von Sinn. Den ersten hat man, den zweiten hat man auch. Die 5-7 ist da. Die Bombe geplantet, okay. Die liegt auf dem Boden. Sinn mit dem 3K. Sinn mit dem 4K oder was? Die MAC-10. Sinn beinahe mit dem 4K. 2 gegen 2. Die Runde ist offen. Oh, da musst du treffen. Oh, Reck macht es. Oh mein Gott, und er lebt noch. Tomate ist low. Muss an die Bombe rankommen. Hat die AK. Der darf das nicht holen. Leckum, wenn Tomate das holt. Der weiß halt nicht, dass beide von unten kommen. Jetzt pushen sie langsam vor. Info gegeben. Tomate ist immer noch da. Schön durchgeschlichen. Jetzt hier rumgelaufen. Komm schon. Ja, Mann. Was eine geile Runde von der Mary. Ihr wisst Bescheid, meine lieben Freunde. Ihr wisst Bescheid. Auch wir können das. 5-7 und Sinn sind einfach wirklich. Sie sind Liebe. 3,8 Spieler hat Sinn alleine rausgenommen. Wie viel Schaden hat er gemacht? Das war so gut. So wichtig. Ja, Mann. Genauso hype dich, Sinn, Mann. Hype dich. Let's go. Swisher muss aufpassen. Man ist wieder drauf. Swisher fällt. Der B-Spot wurde schnell angegriffen. Und genau, Lukov, Alter. Wie kann man jetzt einfach reinlacken schon wieder? Wieso lacken die auch in dieser Situation noch rein? Dieser Bang durch die Smoke einfach ins Gesicht. Ich sag's ja. Okay, der Go war gut von Bestia. Will ich nicht abstreiten. Aber haben wir einmal so einen Lucky Bang gehabt durch die Smoke? Wir haben nur faire Fights gehabt, Alter. Wir haben alles hart erarbeitet. Und die hasseln hier so eine Scheiße raus. Ach, Mann. Gefällt nicht. 9-6. War schon mal gut, es ist kein 13-1. Ne? Das sollten wir alle mal realisieren. Es ist kein 13-1 geworden. Danke, Slex. Wie kann man aber da schon wieder einfach so plump reinrennen? Komm schon, Sinn! Ja, Mann! Sinn bestraft das so aus der Hölle. Das ist so gut, Mann. Wie kann man so dreist sein? Endlich wird hier intelligent gespielt. M80 nimmt die Hops. Wie kann man einfach nur W-Taste drücken bei Bestia jetzt gerade um die Uhrzeit? Einfach nur W-Taste gedrückt. Wie zur Hölle geht das? Der Plant geht durch. Wreck. Jetzt gleich ready für den guten Ness. Bitte nimm ihn raus. Danke, Rack. Den Diffuse einfach durchziehen. Guck mal, wo Zock ist, Junge. Junge. Das sind Zonk gezogen diesmal. Aber wie krass das gerade passiert ist hier gerade. Ein Hin und Her, meine lieben Freunde. Aber eine super wichtige Runde. Und damit hat man 3 AKs. 3 AKs für M80. Stark. Aber Waffen gibt es auf jeden Fall bei Bestia. Die haben gutes Geld noch gehabt. Ein Polster. Das heißt, jetzt heißt es Daumen drücken und mit den Waffen von M80 gewinnen. Jetzt müssen wir gewinnen gegen die Waffen. Dann schickt man sie auf jeden Fall auf die Bretter. Aber guckt euch an, wie kann Tomate einfach durchrennen? Was ist das? Der Typ ist einfach insane, aber der so gut aufgepasst von Sinn, Mann. Einfach so gut. Keine Ahnung. Ich hoffe, der wird gerade in dem Spiel immer gesünder. Und das Fieber ist gar nicht mehr da. Zink, Vitamin C, ballert rein und man nimmt die Hops. Es ist einfach... Ich bin schon sprachlos, was ich hier gerade sehend bin. Das ist eine wilde Nummer. Der Tomati, der spielt wirklich so ein bisschen so Public-Style, oder? Aber wild aber und krass. Und irgendwie bringt das alle auseinander, weil man einfach 2, 3 dicke Dinger umhasselt. Und wir haben dann ein Problem. Das ist schon krass. Tsubasa, willkommen. Sehr gut.
So muss es sein. Reingefollowt und zack, MEAD Support mit dem Logo. So ist es. Einfach alle mit Energie jetzt hier in den Chat. Genauso muss es sein. Auf die späte Stunde hier. 0 Uhr, meine lieben Freunde, haben wir es mittlerweile. 0 Uhr. Gas geben zusammen. Wichtige Runde für MEAD. Ganz, ganz wichtige jetzt hier. Waffe holen. Dann hat man drüben eine Full Echo wahrscheinlich. Vielleicht ein paar Tech 9s. Dann kann man ausgleichen auf 9-9. Meine lieben Freunde. Das ist so sick. Und so wichtig für MEAD. Es ist ein harter Kampf, ein harter Weg. Und Bestia spielt wirklich teilweise sehr unkonventionell, hat auch viel Glück dabei teilweise, aber auch wirklich auch starke Aiming-Bots, die hier wirklich gut umhasseln. Es ist eklig. Also, Full Focus. Mitte geht man, greift man an, kommt man auf jeden Fall durch. Gut gemacht, MAD, nur zu zweit am A-Spot. Mit Rack und dem guten Sinn. Jetzt braucht man noch einen dritten. Und man sieht auch schon die Rotation von Slacks. Hat noch keine AWP. Nächste Runde wird es dann eine AWP geben, denke ich mal. Ist eine sehr, sehr gefährliche Situation. Top MAD braucht jetzt hier Wutschüssel-Frag. Man smoke Slacks ab. Jetzt gibt es die Molo, damit man nicht jetzt durch kann. Mal gucken, ob man nochmal rotieren kann. Jetzt vielleicht aus Sicht von Slacks macht er auch Richtung A-Spot. Jetzt wird gelöscht. Sinn muss aufpassen. Man muss unbedingt vorne in den Spieler wegdrücken. Aber Sinn und Rack fallen instantly. Ist doch scheiße schon wieder. Slacks geht rein, fällt auch. Ey, Mann! Gut gemacht einfach von Bestia. Man kann diesen Go nicht aufhalten. Ging nichts rein. Ist das bitter. Aber auch kein Druck so aus der Mitte so ein bisschen. Die Mitte offen zu lassen ist teilweise halt nicht so schön. Alter, jetzt macht hier Zock wirklich wieder zwei oder was. Das kann doch nicht wahr sein. Zwischer alleine. Es ist das 10-7. Guckt euch Lukov an. Als wenn er weiß, dass er raufgerannt ist. Erzähl mir doch jetzt keine Scheiße, Alter. Die haben an. Ich schwöre, die haben an. Was will er mir erzählen? Jetzt fällt wahrscheinlich unser Mann. Jetzt laufen die aneinander vorbei. Guck das an. Die schleichen aneinander vorbei. Dankeschön. Nochmal in den Nacken hinten rein, Alter. Ich schwöre, ich dachte, er hätte es gewusst. Ah, guckt euch an, wie bitter. Tomati ist einfach, ich weiß nicht. Was hat der für eine Awareness, Mann? Das ist interessant hier. Guckt euch die an. Ist das geil. Lolkov. Ich habe keine Ahnung, es ist krass. Wir haben keine AWP bei Slacks, es ist schade. Taktische Pause bei MAD nochmal, kurz besprechen. 10-7. Es ist sehr intens, sehr heftig. Die müssen die Runde holen irgendwie, aber es ist super schwer. Ich hoffe, die geben sich nicht auf in die Uhrzeit. Das wäre super wichtig, wenn man sich nicht aufgibt. Die sind geile 5 Zocker. Die sind geile 5 Menschen. Die können spielen. Der Bestia aber wirklich, die sind keine Ahnung, aus welcher Hölle die gekommen sind. Die sind gerade gefühlt der Endgegner für MAD mit ihrem Play. Es ist krass. Dieses argentinische Team ist einfach wirklich insane. Muss man lassen irgendwo. Für Big hat es nicht gereicht, aber für MAD scheint man hier gerade der Hillsfelder zu sein. Lake mit der 5-7. Wieder der ist der Endgegner. Lukov aber mit 2. Slacks kriegt die Mod. Ne, ach komm, Alter. Sie haben überall die perfekten Antworten. Guck mal, ey. Guck dir an, wie Tomate einfach in die Molle noch reinlädt und Slacks raus. Ey, ich kann nicht mehr. Wie spielt dieser Typ, dieser Mensch? Der spielt krass. Ich habe keine Ahnung. Also ganz ehrlich, wenn ich das hier sehe schon wieder, dann hoffe ich, dann erwarte ich, dass Bestia bald Top 5 ist der Welt. Oh Mann, wir haben reingekauft, wir haben kein Geld. Das ist wahrscheinlich, ja. Tomate hat alle, ja. Ich kann zu diesem Typen nichts mehr sagen, zu dieser Tomate. Es ist krass. Da kannst du nichts zu sagen, zu dem Typen.
Das macht einen einfach nur noch sprachlos. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ihr seht jetzt Full Echo natürlich. Musst du machen. Was willst du tun? Offensiver Play von Swisher. Der Rest geht hinterher. Vielleicht kann man Zock rausnehmen jetzt. Der jumpt gerade rein. Der hat natürlich auch den ersten direkt gesehen. Na klar. Okay, sofort. Dann kommt natürlich auch Tomate dazu. Kein Problem. Nicht einer fällt. Ich höre die am Radar-Hack. Ich schwör's. Wenn die Offline-Finals kommen, Thunderpick, dann stehen da hinter Admins. Die holen nichts. Die holen nicht eine Runde bei Bestia. Heftig. Ich krieg zu viel, Alter. Wirklich. Was soll der Scheiß? Ich hoffe, da geht noch was. Es wäre nice, wenn noch was geht. Komm schon. Das macht mich echt krank gerade. Ach, ey. Ey. Nee. Nein. Nein, einfach nein. Einfach nein hier zu der Scheiße. Das kann nicht sein. Was ist mit diesem Typen? Der Mann ist einfach nicht von dieser Welt. Danke, Sinn. Unser Bruder Sinn recht wenigstens. Aber da hat er trotzdem noch Support in der Mitte. Die sind auch überall da. Gerade bin ich selber in so einem Hasstunnel. Es ist einfach krass. Schön von Lake aufgepasst. Nas kam gefallen. Wurde nasty abgeholt. 3 gegen 3. Kann man sich jetzt nochmal retten. Zum 12 zu 8. 5 Runden irgendwie überleben. So wie Bestia spielt, habe ich keine Ahnung. Das ist einfach brutal, wie sie es machen. Das schmerzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, es tut weh, dass man so bitter jetzt abgehört. Nox-T. Ja. Wie jetzt? Wie jetzt? Du hittest sie nicht? Machst sie nicht kaputt? Ich kann es nicht glauben, Alter. Als wenn er perfekt gewusst hätte, dass da gerade die Jungs dann in der Mitte pushen. Mit den dicksten Eiern geht er ran und dann so ein Scheiß. Wir brauchen unbedingt Slacks jetzt von hinten mit seinem paar AP. Boah, Alter. Bitte, Leute. Bitte, Jungs. Rettet uns doch mal. Lake und Swisher. Zwei übertriebene gute Spieler gerade bei den Jungs. Aber Nox, der holt sich Lake. Slacks fällt. Es ist Swisher alleine. Er wird abgezielt von links. Keine Chance, GG. Ach, Mann. Ach, Mann. Es ist einfach verteufelt gewesen. Also dieser Typ, ultra krass. Schade natürlich. Ja, ich will es gar nicht zeigen. Ich kann mir das nicht angucken. Jetzt hier dieses Lachen und so. Boah, nee. Nee, Mann. Ist richtig bitter. Teilweise wirklich krasse Shots. Aber Tomato ist crazy gewesen. Ich darf es nicht sagen. Wir sagen jetzt trotzdem alle zusammen. GG, well played. Stark gespielt, Bestia. Ihr wart das bessere Team am Ende. Aber ja, hat auch Glück dabei. Aber die waren auch krass. MA, die hat einfach nicht ein Spiel gefunden da an manchen Stellen. Einige Dinger waren bitter. Was willst du tun? Was willst du tun? Bin solo lost. Danke dir für den Follow gerade eben. Es ist schade, es ist krass. Ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. So ein bisschen, dass wir MA supportet haben. Es hat nicht reichen sollen. Kann man nichts machen. Die können glücklich sein. MA muss nach Hause gehen. Glaube ich, nehme auch kein Geld mit, leider. Aber trotzdem haben sie in Fluch 13-1 auf jeden Fall besiegt. Trotzdem, keine Ahnung. Es ging einfach am Anfang bei der T-Side nichts. Es war einfach bitter. Ich glaube, da war irgendwas im Argen. Ich habe keine Ahnung. Man kann auch trotzdem ganz klar sagen, wenn Sinn ein bisschen mehr auf der Höhe wäre bezüglich der Krankheit, obwohl er krank war, hat er abgeliefert, war das eine gute Leistung. Aber Lake, also für mich MVP, Lake natürlich, aber wenn wir natürlich auch Bestia mit reinnehmen, muss man sagen, ich weiß nicht, was dieser Tomato-Typ macht, Alter, was der nimmt, was mit dem ist. Der hat eine Brille hat er auch nicht auf, also Kontaktlinsen, versteht er noch irgendwas, was wir nicht sehen. Heftig, wirklich gut, in dem Fall krasser Spieler. Also den hoffe ich, sehen wir bald bei G2 oder so, ich habe keine Ahnung. Gucken wir mal. In dem Sinne, ich danke euch fürs Reinschauen. Habt einen wunderbaren Abend. Schlaft gut. Ich werde mich auch erholen. Meine Stimme ist noch halbwegs okay. Sie muss morgen noch durchhalten. 12 Uhr, wenn ihr Bock habt, haben wir ein Date hier. Außer ihr seid bei der Watch Party bei Red oder bei Sonics drin. Ansonsten um 12 Uhr hier, heute nachher in 11 Stunden und 50 Minuten wieder hier auf dem Kanal. Und dann hypen wir Big des Todes gegen die Jungs, gegen wen eigentlich? Gegen OG, ne? Also, kommt morgen gerne vorbei. Wir werden da Full Support machen.
Ich habe zum Glück noch ein Jersey. So ein schwarzes. Noch ein bisschen Pump reinladen. Und dann platzt das Fass. Geht aber nicht kaputt. Also schlaf gut, ich bin raus. Hallo Runa natürlich und gute Nacht. Ciao, ciao, euer Albi. Peace and out. Und wir gucken mal, ob wir irgendwo noch einen Raid finden für irgendjemanden. Macht's gut. Bis morgen.